Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir freuen uns sehr, dass trotz der nahenden Ostertage der Raum doch ziemlich voll geworden ist zu einer Diskussion, zu einem Thema, das nicht nur uns bewegt, nämlich wie geht es weiter mit den Beziehungen zwischen Serbien und Kosovo, was entwickelt sich da und wie kann das Leben für die Bevölkerung der Länder verbessert werden. Wir haben zurzeit eine Besuchergruppe hier in Berlin auf Einladung der Heinrich-Böll-Stiftung, angeführt vom Bürgermeister von Pristina. Und die Gruppe beschäftigt sich mit Fragen nachhaltiger Stadtentwicklung. Das ist das Thema der Studienreise. Aber wir haben gedacht, wir nutzen die Gelegenheit, dass der Bürgermeister da ist, und laden ihn ein, hier auch auf dem Podium zu sprechen. Und dann natürlich nicht allein, sondern mit interessanten Gesprächspartnerinnen, die Ihnen gleich der Moderator vorstellen wird. Der Moderator, Sie werden sehen, falls Sie Andreas Poltermann kennen, das ist nicht Andreas Poltermann, der ist leider kurzfristig erkrankt. Aber wir haben zum Glück eine gute Kooperation mit der Südosteuropa-Gesellschaft, und Tobias Flessenkemper ist auch sehr kurzfristig eingesprungen und unterstützt uns jetzt bei einer hoffentlich sehr interessanten Diskussion für Sie. Ja, danke schön, Gudrun. Guten Abend. Ich kann jetzt nicht so gut sehen, ob alle einen Platz bekommen haben, aber wenn da hinten noch Leute einen Platz brauchen. Ich glaube, draußen stehen noch Stühle. Guten Abend zu dieser Diskussion. Frau Fischer, Gudrun Fischer hat ja gerade schon gesagt, dass wir hier ein sehr hochrangiges Panel haben, Experten aus der Region, aus dem europäischen Umfeld und aus Deutschland zu dem Thema. Wir haben zu meiner Linken Spend Ahmeti, Bürgermeister von Pristina. Direkt links neben mir Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und Mitglied im Europäischen Parlament für die Grünen aus Österreich. Rechts von mir Tatjana Lazarevic vom Center for Community Development in Nordkosovo, und Bodo Weber, Entschuldigung, zu meiner Rechten vom Democratization Policy Council. Ich werde die Sprecher auch gleich nochmal bitten, dann vielleicht ein, zwei Worte zu ihren Organisationen und zu ihrem Hintergrund zu sagen. Kosovo, Serbien. Der große Einschnitt sicherlich das Abkommen vom April 2013. Das sind nun auch schon fast 3 Jahre wieder, die vergangen sind. Und ich glaube, das ist so der Hintergrund dessen, was wir hier diskutieren wollten und wollen. Gleichzeitig hat sich die Situation in Europa, in der Region natürlich dramatisch gewandelt. Wenn wir uns ansehen, was letzte Woche passiert ist im Hinblick auf die Beziehung zur Türkei, Fragen der Visaliberalisierung, die uns sicherlich hier auch nochmal angehen werden, Fragen der EU-Erweiterung und der Konditionalitätspolitik und natürlich auch ganz aktuell findet das alles vor einem Hintergrund einer sich verändernden Sicherheitslage in Europa und einer verändernden Sicherheitsdiskussion in Europa statt. Gleichzeitig geht das Leben natürlich in Kosovo weiter. Letztes Jahr im Frühling, im Winter letzten Jahres, saßen wir hier in Berlin und haben über die Flüchtlingskrise aus Kosovo gesprochen. Da haben wir über ganz andere Dimensionen gesprochen, über ganz andere Beweggründe, warum Menschen nach Deutschland, nach Europa, nach Westeuropa gehen. Hier hat sich auch nochmal einiges in eine neue Perspektive gesetzt. Ich würde gern anfangen, dass Spend Ahmeti anfängt, ein kurzes Statement zu geben. Und ich habe ihn gebeten, doch mal zu begründen, er ist ja nicht nur Bürgermeister von Pristina, also Bürgermeister der größten Stadt Kosovos, sondern er ist ja auch in einer Partei, in Vetevedosje. Und ich würde ihn gern fragen, warum übernehmen Sie Verantwortung auf kommunaler Ebene? Und was sind Ihre Perspektiven als große Oppositionspartei, politische Verantwortung für die Republik Kosovo zu übernehmen und zur Normalisierung beizutragen? Ja, vielen Dank. Zunächst einmal möchte ich mich bei der Heinrich-Böll-Stiftung herzlich bedanken dafür, dass Sie die Delegation aus Pristina eingeladen haben zu einem Besuch nach Berlin, und möchte die Möglichkeit nutzen, nicht nur über die Hauptstadt zu sprechen, sondern auch über diesen ja
dieses ja offensichtlich sehr interessante Thema des Dialogs zwischen Serbien und Kosovo. Zu Beginn sagten Sie vielleicht einige kurze Anmerkungen. Und zu dem Balkan ist es natürlich schwierig, kurze Anmerkungen zu machen, weil es immer erscheint, dass die Situation doch kompliziert ist, und zwar so kompliziert, dass wir trotz der großen Probleme in Syrien, in der Ukraine und alles, was die Sicherheitslage betrifft, Brüssel, die terroristischen Angriffe der vergangenen Wochen, dass es dennoch so ist, dass der Balkan immer wieder Gesprächsthema wird, was von Interesse ist. Denn ich würde sagen, dass dies auf immer noch ungelöste Fragen zwischen den Ländern, den Nationen, den Völkern am Balkan zurückzuführen ist. Ich sage ungelöst, weil wir immer noch die laufenden, kontinuierlichen, nie endenden Dialog zwischen Kosovo und Serbien haben. Und da einige europäische Vertreter, wenn sie nach Pristina kommen, generell sagen, ihr müsst immer im Dialog bleiben, ihr müsst immer miteinander reden. Das, was okay ist, wir sagen nicht, dass wir nicht miteinander reden sollten, aber das Problem besteht immer darin, dass wir Lösungen für schwierige Probleme finden müssen. Und es gibt nie endgültige Lösungen. Es gibt immer nur mittelfristige Lösungen, bis wir einen weiteren Dialog beginnen können über etwas anderes. Und dann muss es um eine erneute Lösung gehen, die wiederum nicht die endgültige Lösung ist. Witwen Dosje ist bekannt als die Oppositionsseite, die sich am klarsten gegen diesen Dialog ausspricht. Ich muss jedoch klarstellen, worin unsere Politik besteht. Witwen Dosje bedeutet Selbstbestimmung, eine Bewegung, eher denn eine Partei, deren Basis es ist, Selbstbestimmung des Volkes von Kosovo anzustreben, als das Ziel. Wir sind also diejenigen, die Entscheidungen treffen sollten dazu, wie unser Land aussehen soll, wohin unser Land geht. Deswegen kämpfen wir für die Republik im vollen Wortsinne. Das heißt, die Menschen sollten die Herrscher ihres eigenen Landes sein. Nicht jemand anders sollte entscheiden, aber wir, das Volk von Kosovo, sollten hier die Entscheidung treffen. Das ist also das Konzept der Selbstbestimmung. Wir haben begonnen als eine kleine Bewegung, im Wesentlichen eine kleine Protestbewegung von Aktivisten, die jetzt gewachsen ist und 16 Mitglieder im Parlament, das heißt 15% der Stimmen umfasst. Und in den letzten lokalen Wahlen haben wir die Hauptstadt Pristina über mich selbst gewonnen. Seit 2 Jahren bin ich dort Bürgermeister. Wir sind im Grundsatz nicht gegen den Dialog. Wir sind gegen einen Dialog ohne Grundsätze oder ohne Prinzipien. Das ist eine sehr feine Unterscheidung, die hier zu treffen ist. Denn man versucht, uns darzustellen als eine Bewegung, die auf alle Kosten gegen den Dialog ist. Und wir sagen, wir sind nicht gegen den Dialog, aber gegen einen Dialog ohne Prinzipien. Das sagen wir, weil wir glauben, dass dieser Dialog nicht auf einer fairen, gleichberechtigten Grundlage basiert. Serbien behandelt Kosovo nicht als gleichen Dialogpartner, gleichberechtigten Partner. Und nicht als Land, sondern wir werden immer noch behandelt als ein Teil Serbiens. In allen rechtsgültigen Dokumenten werden wir immer noch als Teil Serbiens behandelt. Und Serbien hat nie Verantwortung dafür übernommen, was in den 1990ern in Kosovo geschah. Das Land behauptet weiterhin, dass Kosovo nie anerkannt werden wird und dass man weiterhin auf allen internationalen Ebenen gegen Kosovo kämpfen wird. Und dann sagt man aber trotzdem, normalisieren wir mal unsere Beziehungen. Serbien und Kosovo sind zwei abnormale Länder. Serbien ist nicht normal, weil Kosovo Teil der serbischen Verfassung ist und mehr als 130 Länder haben es anerkannt. Und das heißt, so ist es nicht. Kosovo deswegen, weil es ein souveränes Land ist, aber nicht wirklich souverän. Denn es hat ein internationales Protektorat, weil in der Verfassung immer noch Beschränkungen vorgesehen sind, die kein anderes Land in der Welt treffen. Im Wesentlichen wollen wir also hier die Beziehungen zwischen zwei abnormen Ländern normalisieren. Die Normalisierung der Beziehungen zwischen zwei abnormalen und unnormalen Ländern heißt, wir müssen akzeptieren, dass die nicht normal sind. Wenn Dosis Position ist, dann normalisieren wir diese beiden Länder. Und dann ist die Normalisierung der Beziehung die normale Konsequenz dieser Normalisierung.
ungeachtet der Tatsache, dass unsere Premierminister in Brüssel lächelnd aufgetreten sind und sagten, es gibt eine Vereinbarung und das sieht so aus, als hätten sich die Beziehungen verbessert, ist es nicht so, dass sich die Situation vor Ort verbessert hätte. Das Misstrauen zwischen den beiden Gemeinde, denn sie nennen sich nicht Ethnien, denn Ethnien bezieht sich auf so etwas wie einen Stamm und nicht so sehr auf eine Gemeinschaft. Das hat sich also nicht sehr verbessert, denn wie sich das in der Beziehung der Premierminister uns glauben machen möchte. Der Dialog zwischen Kosovo und Serbien sollte sich mit den Kosovo-Serben beschäftigen. Wir glauben aber mehr über einen Dialog zwischen den Albanern im Kosovo, um über die Beziehungen zu sprechen, die wir möglicherweise eingehen können. Institutionelle Integration der Serben, das ist es nicht, sondern wir brauchen eine sozialökonomische Integration. Nur um einmal den Unterschied zu erläutern. In unserer Verfassung heißt es, dass zwei Minister unserer Regierung Serben sein müssen. Wir haben dies in den vergangenen 10 Jahren so gehandhabt, aber hat sich dadurch das Leben der Serben verbessert? Nein. Dadurch hat sich das Leben dieser beiden Minister verbessert, deren Häuser exponentiell gewachsen sind. Was die Korruption angeht, ist es nicht anders geworden in den Nationalitäten, wo sie herkommen. Wir glauben also sehr viel stärker, dass die Serben aus Gradenica Waren in Pristina verkaufen können sollen. Wir glauben sehr viel mehr, dass Serben und Albaner in einer Fabrik zusammenarbeiten sollten. Wir glauben sehr viel mehr daran, dass albanische und serbische Studenten gemeinsam studieren sollten. Nicht über Nacht, aber in 10 Jahren wird das nichts mehr ausmachen, ob man Spend oder Svobodan heißt, sondern es wird etwas ausmachen, ob man ein gutes Bildungssystem hat, eine funktionierende Wirtschaft und ein gutes Gesundheitssystem. Das sind die wesentlichen Dinge, die dann von Ausschlag sind. Wir glauben, dass der Dialog zu schnellen Flickenlösungen führt, um Stabilität zu sichern und vorzugeben, dass alles in Ordnung ist, aber dass er nicht das Hauptproblem löst, nämlich das Funktionieren des Landes Kosovo. Und damit möchte ich enden. Wir wollen nur ein normales Land sein. Wir möchten verglichen werden mit Slowenien. Und wir wollen, dass man uns sagt, ihr seid ein normales Land. Ihr seid aber minus 10, ihr habt diese Probleme im Bereich Korruption, bei der Entwicklung und in diesem und jenem. Wir wollen verglichen werden mit Palästina und so, dass man sagt, ihr seid plus 2. Das heißt, wir sollen also ganz normal behandelt werden in einer Bewertung der Länder, wo man sagen kann, das ist ein Land, das hier sind die Probleme, denen ihr euch gegenüber seht, das ist das Problem, was ihr mit Minderheiten habt. In diesem Bereich müsst ihr Menschenrechte fördern und in den nächsten 10, 15 Jahren habt ihr Zeit, dieses zu überwinden, um eine normale Gesellschaft zu schaffen, die funktioniert und wo nicht alle Visa-Liberalisierung anstreben, um auszureisen in ein anderes Land, wo sie ein besseres Leben suchen. Vielen Dank, Spende. Ich denke, das ist schon ganz viel Stoff für unsere Diskussion. Kommen wir noch einmal zur Diskussion der Normalität, Tatjana. Und auch zu Ihrem Leben. Die Vereinbarung ist ja da. Und wollen wir unsere Diskussion zunächst einmal auf diese Vereinbarung blicken lassen und dann weitergehen. Wenn Sie sich scheiden lassen wollen, ich weiß, Sie wollen das nicht, aber wenn Sie sich scheiden lassen würden wollen, zu welchem Gericht würden Sie dann gehen? Wie ist das umgesetzt worden? Es gab ja schon sehr viele Diskussionen über Recht und Ordnung, die Gerichte, die im Interesse der Menschen, die in Kosovo leben. Aber jetzt in einem praktischen Fall, wenn Sie sich jetzt entscheiden würden, Sie kommen aus Berlin zurück, ich möchte mich von meinem Mann scheiden lassen, wo würden Sie dann Ihren Fall vorlegen? Ich kann mir das nicht einmal vorstellen, eine solche Frage zu stellen, denn um sich scheiden zu lassen, müsste ich zuerst einmal heiraten. Also insofern kann ich verheiraten. Also insofern kann ich mir das gar nicht vorstellen. Was ja eine tolle Sache ist. Wo würden Sie denn Ihren Eheantrag vorlegen? Momentan
ist es so, dass die Menschen, die glücklich oder unglücklich genug sind, sich scheiden zu lassen im Norden Kosovo, ihren Fall in Kraljevo vorlegen müssen. Das ist eine Stadt, die in der Nähe von Kosovo ist, eine der Städte in Serbiens. Denn das Gericht funktioniert nicht. Möglicherweise kann man hier schnell auf die falsche Spur kommen, wenn man das hört. Aber vielleicht möchte ich zunächst einmal einige Punkte zu dem hinzufügen und vielleicht auch etwas antworten auf das, was Herr Ahmedi sagte, solange ich noch im Kopf habe, was er sagte. Und dann möchte ich nochmal auf die Normalität zurückkommen. Normalität ist ja ein Wort, was bereits heute zweimal ausgesprochen wurde. Herr Ahmedi hat da sehr seinen Grundsätzen folgend darüber gesprochen. Und ich möchte mich und ihn fragen, wir treffen hier zum allerersten Mal zusammen, wie würden Sie das lösen? Abnormalität ist natürlich ein sehr starkes Wort, aber ich möchte dieses Wort benutzen, weil Sie es benutzen. Sie haben gesagt, wir leben in zwei abnormalen Ländern oder unnormalen Ländern. Und Sie kommen ja aus dem Kosovo. Was glauben Sie, wie würden Sie denn diese Art Abnormalität lösen? Heute, wenn ich zu Ihnen komme, komme ich aus einem Kosovo mit dem folgenden Bild. Für 7 Monate war es so, dass das Parlament Kosovos überhaupt nicht funktioniert hat. Es gab Proteste. Vor allen Dingen von Vidovin Dosje, einer Oppositionspartei, zu der ja auch Herr Ahmedi bekommt. Und Vidovin Dosje ist führend bei diesen Protesten. Und dieser Protest vor 7 Monaten begann als eine massive Reaktion auf ein sehr unerfahrenes und ungünstiges Statement, das zu einem Zeitpunkt erfolgte, als die Serben begannen, sich in einem Integrationsprozess in der Kosovo-Gesellschaft zu beteiligen. Das heißt, die Rückkehrer aus Jakovica versuchten, Weihnachten in die Kirche einzutreten, und das wurde ihnen verboten von Albanern. Das heißt, es wurde im Wesentlichen gesagt, die Wilden haben verhindert, dass Kirchengänger an diesem Tag in die Kirche gehen konnte. Das heißt, das war sehr ungünstig. Und vor einem Jahr sahen wir uns diesen gigantischen Protesten überall in Kosovo gegenüber. Und dann war es so, dass diese Proteste weitergingen gegen die kosovarische Regierung, im Wesentlichen gegen die 2-Vereinbarungen mit Brüssel, gegen den Normalisationsprozess, zu einem Zeitpunkt, als die EU in Pristina viele Anstrengungen unternahm für diese Normalisierung. Wenn ich sage, ein dysfunktionales Parlament, da ist das nicht nur das einzige Abnormalität, sondern es gibt noch viel mehr, und einige davon möchte ich noch mal zitieren. Und Vidovin Dosje ist ja der Anführer sozusagen dabei, dass diese Abnormalitäten momentan in Kosovo passieren. Inwieweit war das Parlament nicht funktionierend? Es wurde tatsächlich Gewalt verübt im Parlamentsgebäude. Molotow-Cocktails wurden geworfen, Tränengas, Patronen, und das alles vor, sagen wir, dem amerikanischen, dem norwegischen Botschafter, führenden Vertretern der EU, die verzweifelt versuchen, zusammen mit den Abgeordneten diese Sitzungen abzuhalten. Alle von Ihnen, die diese Situation verfolgt haben, sehen, dass das ein normales Bild ist in dieser Situation der Abnormalität, dass Leute Gasmasken im Parlamentsgebäude tragen. Und dann sieht man, wie sich Gewalt überall verbreitet in Kosovo, Molotow-Cocktails, Autos werden angezündet, und dann geht diese Abnormalität weiter. Ich darf Sie auch daran erinnern, welche verbalen Attacken geführt wurden gegen die hohe politische Führung in Kosovo momentan. Das Privatvermögen der kosovarischen Minister werden angegriffen, die Autos werden angezündet, Molotow-Cocktails sind vor kurzem 2-mal geflogen auf das Grundstück des kosovarischen Präsidenten, dann auch gegen das Gericht. Und 2-mal in den vergangenen Monaten war es so, dass wir eine Serie von Fahrzeugen angezündet sahen, gleichzeitig in unterschiedlichen kosovarischen Städten von den Institutionen. Eier wurden geworfen auf Minister in Kosovo. Also diese Art Gewalt gibt es bei uns schon seit 7 Monaten. Und mir ist es auch ein Bedürfnis, ein
anderen Aspekt der Abnormalität im Kosovo dieser Tage zu unterstreichen. Die ganze Zeit ist es so, dass diese Angriffe durchgeführt werden gegen die wenigen Serben, die sich entschlossen haben, zurückzukehren. Das sind im Wesentlichen ältere Bürger. Und diese Art Attacken gegen diese Menschen waren nicht so sehr im Auge der Öffentlichkeit aufgrund dieser wesentlichen anderen Gewalt, die ich gerade beschrieben habe. Aber was die Angriffe gegen diese Menschen anbetrifft, so sind die ganz breit gestreut und reichen von Diebstahl in Kirchen, dass man Grabsteine schändet, Raub durchführt, die Häuser der Rückkehrer demoliert. Und die Polizei sagt nicht viel über diese Angriffe. Man wird zum Beispiel werden diese Verbrechen einfach als ganz normale Vergehen betrachtet. Man muss sich hier wirklich fragen, in welcher Weise wird Vendosje tatsächlich als stärkste Oppositionsgruppe hier Trends gesetzt hat für diese Art von Abnormalität und ob das nun wirklich etwas lösen kann, und zwar diesen sehr grausamen, abnormalen Verlauf der Dinge. Insbesondere soll den Kosovo-Serben gezeigt werden, wie wir uns sicher fühlen können, wenn die grundlegendsten demokratischen Institutionen schon seit einem Jahr nicht mehr richtig funktionieren und in Gefahr sind. Und später wäre es schön, wenn ich noch die Möglichkeit hätte, die Perspektive der Serben im nördlichen Kosovo zu erläutern, wie wir uns zum Integrationsprozess stellen. Dank Belgrad sind wir nun seit 3 Jahren in der glücklichen Lage, ein Abkommen mit Brüssel geschlossen zu haben. Ich würde gerne darlegen, inwiefern Belgrad hier konstruktiv dazu beigetragen hat, diese Integration voranzubringen. Das ist also das Gegenteil dessen, was wir in den letzten Monaten gesehen haben. Und jetzt sehen wir im Kosovo die umgekehrte Situation, wenn es um die nördlichen Serben geht. Hier muss man ganz offen sprechen. Der Norden des Kosovos zeigt, wie Belgrad konstruktiv mitgewirkt hat. Das würde ich gerne später noch erläutern. Vielen Dank, Tatjana. Wunderbar. Sind Sie mit Spend, Sie sind ja mit Spend immerhin dahingehend einverstanden, dass das nicht der Normalität entspricht. Kommen wir zur Europäischen Union. In den letzten Jahren haben wir intensive Diskussionen über die Europäische Union und die Rolle im Westbalkan gesprochen und gehabt. Ich würde das gerne etwas in den Kontext der aktuellen Situation stellen. Zunächst einmal, was ist eigentlich Normalität in der EU? Wir haben ja den Mitgliedstaat Zypern. Zypern ist ein Mitgliedstaat mit einer Mission der Vereinten Nationen, wo auch Truppenkräfte aus Bosnien und Herzegowina die Außengrenze sichern. Es scheint doch so zu sein, dass die EU ganz neue Standards in der Definition dessen setzt, was Normalität ist. Wenn wir jetzt über Kosovo sprechen, gibt es da etwas, was die Europäische Union, ihre Vertreter, Frau Mogherini, Frau Ashton, auch in den letzten Jahren richtig gemacht haben? Herzlichen Dank. Da unsere Gäste aus dem Kosovo hier Englisch sprechen, hoffe ich, Sie werden es mir nachsehen, dass ich meine Redebeiträge auch auf Englisch halten werde. I'm gonna shift. Ich werde also nun aufs Englische umschwenken, sodass Sie nicht die lästigen Kopfhörer benutzen müssen. Ich bin tätig bei einem Think Tank, der so eine Art Watchdog-Funktion innehat. Wir sind kritisch gegenüber der EU, versuchen die EU vielmehr allerdings konstruktiver auf eine konstruktive und proaktive Weise zu verbessern. Wir sind ja nun schon seit fast 10 Jahren in der Euro-Krise und haben uns relativ wenig der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und auch nicht so sehr der Erweiterungspolitik der EU zuwenden können. Die Zeiten waren nicht einfach, sodass auch mit der Politik zur Ukraine-Krise ebenfalls
ein neuer Schwerpunkt gesetzt wurde. Die Flüchtlingskrise hat alles überschattet, auch die politischen Ansätze im Balkan. Das nur als kurze Einführung. Ich möchte eine zweite einleitende Bemerkung voranschicken. Wir haben über Vetvendosi gesprochen. Wir haben über diesen fundamentalistischen Ansatz gesprochen, den diese Partei hat. Und wir können später darüber sprechen, wie wir das betrachten. Es gab und gibt zwei Probleme für die internationale Gemeinschaft, die USA und die Europäische Union, das Problem im Kosovo zu lösen. Das macht es hier sehr schwierig, eine Lösung zu finden, die fundamentalistisch ausgerichtet ist, aus zwei Gründen. Erstens, wir säßen hier ja nicht, wenn es gelungen wäre, den Ahtisaari-Plan des Europäischen Sicherheitsrates in ein Rahmenwerk zu pressen zwischen Serbien, Russland und China. Jetzt befinden wir uns in einem Rahmen, in dem, wie Spend schon anmerkte, dass Kosovo eine gewisse Unabhängigkeit und Souveränität erlangt hat, aber nicht das eigene gesamte Territorium kontrollieren kann, insbesondere nicht die Region, aus der Tatjana kommt. Und Serbien hat zwar Unabhängigkeit und Souveränität, hat aber keine Kontrolle mehr über einen Bereich des Territoriums, der nicht mehr zu Serbien gehört, nämlich über das Kosovo. Das wird häufig nicht gesagt. Aber es gibt ja nicht nur einen Staat, sondern mindestens zwei. Wir vergessen das häufig, denn Serbien und Kosovo sind hier zwei Beteiligte und der eine ist hier offensichtlich der Streitsuchende, wie das häufig dargestellt wird. Das ist ein Problem. Das zweite Problem ist, und das macht es auch wieder schwierig, einen grundsätzlich fundamentalistischen Ansatz zu fahren, ist, dass die EU auch 5 Nicht-Anerkenner in ihren Reihen hat für das Kosovo. Seit der Unabhängigkeit 2008 gab es eine Art Scheinverfahren oder Prozess, der zum Einfrieren des Konflikts im Norden führte und auch zur Gewalt ab 2011 führte. 3 Jahre lang tat die EU so, als ob es Fortschritt gäbe. Es gab eine Art Scheinintegration mit Serbien, also ein gegenseitiger Täuschungsprozess. In Serbien, die Regierung von Präsident Tadic hatte den Eindruck, die EU-Mitgliedschaft und auch das Kosovo bekommen zu können. Aber natürlich ist das Kosovo schon weg. Das ist ja bekannt seit 2008, auch wenn das nicht laut gesagt wird. Aber die EU andererseits tat so, als ob alle Partner demokratische Partner seien, wissend, dass das Kosovo sich abgespalten hatte, sich unabhängig erklärt hatte. Und man nahm an, dass man das Kosovo irgendwann wieder in den Griff bekäme. Das konnte ja nicht funktionieren. Es führte zu einem Einfrieren des Konfliktes im Norden des Kosovos. Das ist eigentlich nicht wirklich ein eingefrorener Konflikt, sondern ein relativ dynamischer Konflikt, der ja auch jüngst zu Gewaltausbrüchen geführt hat. Und dann gab es den Moment, in dem die deutsche Kanzlerin in der EU leider keine Führungsrolle angenommen hat. Hier haben wir in der gesamten Eurokrise keine Führungsrolle der Kanzlerin gesehen. Und zwar deswegen auch, weil auf deutsche KFOR-Soldaten geschossen wurde. Ganz einfach. Ganz einfache Erklärung. Entschuldigung, das führte in den 90ern darin, dass der deutsche Kanzler sich an die Spitze der Kampfhandlungen mitgesetzt hat. Und so kam es auch zu einer Friedensvereinbarung in einem wirklich merkwürdigen Kontext. Die jetzige SNS-Partei, die Sozialistische Partei, haben sich geeinigt. Dann ist
die deutsche Kanzlerin 2011 nach Belgrad gereist, hat ihre Politik wieder umgedreht, hat gesagt, wollte in die EU, dann müssen wir etwas mit den Nicht-Anerkennern machen. Erstmal, damit ihr in die EU reinkommen könnt, da müsst ihr alle überzeugen. Und die Zeiten der Grenzveränderungen sind vorbei. Ihr müsst akzeptieren, dass das Kosovo weg ist. Ihr müsst das akzeptieren. Das hat den Kurswechsel befördert und das war auch sehr wichtig, denn das hat auch die Inadäquatheit des Handelns der EU bedingt. Auf der einen Seite war das nur das erste Abkommen auf dem Weg in die Normalisierung, das darf man nicht vergessen. Und es gab eine sehr ehrgeizige Umsetzungsrichtlinie. Seit 2013 lediglich, oder bis 2013 nur 6 Monate. Jeder wusste das, dass unrealistisch war. Das ist schon mal sehr schwierig und dann noch schwieriger. Wir haben diese tiefe interne Krise durch den Mangel an Demokratie im Kosovo. Das begann 2014 durch eine wirklich kurzsichtige Intervention, hauptsächlich Deutschlands, die überhaupt nichts gebracht hat. Ein halbes Jahr Endblockierung, aber jetzt haben wir die Krise schon wieder zurück. Und andererseits haben wir hier auch eine Krise des Dialoges an sich. Die Opposition blockiert die Institutionen. Und hat ein Gewaltpotenzial im Kosovo entfesselt, das auch noch sehr viel schlimmer sich ausdrücken könnte. Und das zweite Abkommen, vielleicht der einzige Fortschritt, von dem der wirklich diesen Namen beginnt seit Anfang 2013, abgesehen von einigen anderen Schritten, war das Abkommen vom 25. August des letzten Jahres. Immerhin gab es für die Opposition die Möglichkeit, die Institution zu blockieren. Hier geht es auch um einen Vertrauensverlust in die Politik der EU im Kosovo. Ein Vertrauensverlust der Bevölkerung dahingehend, wohin der Dialog führen kann, ob der Norden integriert oder wieder integriert werden kann und letztendlich, ob eine volle Souveränität erreicht werden kann. Denn darum soll es ja gehen mit kollektiven protektionistischen Maßnahmen. Und die Frage ist letztendlich, und Spence sagte das bereits, zu einer kompletten Dysfunktionalität. Wir haben da ja eine Art dritte Regierung, die Republika Srpska. Und möglicherweise kommt es dann zu einer vollkommenen Dysfunktionalität des Staates Kosovo. Und es gibt auch Umfragen aus dem Kosovo, die besagen, dass 70% der Bürger entweder gegen ein Abkommen oder gegen den Dialog sind. Das ist also eine sehr ungünstige Position. Vielen Dank, Bodo. Es war sicherlich schwierig für Sie, etwas zu finden, was die EU richtig gemacht haben könnte. Es gibt ja auch noch das Europäische Parlament, das versucht hat, etwas anders zu machen und vielleicht auch der Europäische Auswärtige Dienst und die Mitgliedstaaten. Ulrike, wenn ich darf, möchte ich Sie fragen zum Thema Normalisierung der Beziehungen zwischen Serbien und Kosovo. Wir haben ja als europäischer Steuerzahler hier relativ umfangreich investiert. Warum sollten wir weiterhin investieren in diese Situation der Abnormalität, wenn wir doch auch zu Hause in die Demokratie durchaus investieren könnten und sollten? Dieses Problem der verflochtenen Komplexitäten, die Bodo gerade
dargestellt hat, scheint ja sich eigentlich der europäischen Intervention gar nicht so wirklich anzudienen gerade. Wo ist da Licht am Ende des Tunnels, wenn es um die Aktivitäten der EU in diesem Prozess geht? Gut, es ist für mich schwierig, den richtigen Punkt zu finden, an dem ich anfangen kann. Im Allgemeinen ist es so, dass die Dinge, die jetzt hier gesagt wurden, häufig zu hören sind. Ich bin ja seit 2009 Sprecherin im Europäischen Parlament. Ich bin sogenannte Rapporteur. In dieser Funktion als Berichterstatterin erstatte ich Bericht über die 6 betroffenen Länder, die hier einen Vertreter in den entsprechenden Ausschuss entsenden. Und nachdem die Europäische Kommission ihren Fortschrittsbericht zu jedem Land vorlegt, gibt es einen formalen Vortrag vor dem Europäischen Parlament. Das tue ich als Berichterstatterin vor dem Europäischen Parlament. Und das Europäische Parlament ist ja ein Parlament, das durch Mehrheitsentscheidungen, nicht durch Einstimmigkeitsbeschlüsse entscheidet, sodass es für uns im Parlament einfacher ist, zu Beschlüssen zu kommen als im Rat. Seit Anfang dieser Struktur, seit 2008, steht das Europäische Parlament hinter dem Kosovo und erkennt die Unabhängigkeit an. Auch wenn das Parlament hier keine rechtlich bindende Beschlussvorlage liefern kann. Vor diesem Hintergrund möchte ich noch mal zurückkommen auf die Frage, die vorhin gestellt wurde. Es ging ja darum, was ist überhaupt Normalität in der EU? Für mich ist eins der großen Probleme, wenn ich mir anschaue, wie die EU agiert hat in letzter Zeit, das Folgende. Wir haben eine große Abnormalität, wenn wir die EU als solche betrachten. Und mit Bezug auf das Kosovo wird es umso klarer. Wir haben ein Parlament, das keine legislativen Befugnisse hat an sich. Aber darüber hinausgehend haben wir noch den EU-Rat, also die Vertreter der Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten, die in ihren Ländern Regierungsverantwortliche sind und ihren Parlamenten unterstehen. Aber letztendlich haben wir eine legislative Funktion auf Ebene des Europäischen Parlaments, was von der demokratischen Struktur her natürlich nicht zusammenpasst. Jeder will ja seine Probleme erstmal zu Hause lösen. Und ich denke, wenn es um das Kosovo geht, konnten wir uns als Europäische Union eigentlich gar nicht nach vorne bewegen, um eine positive Stabilisierung herbeizuführen, nicht nur ein Einfrieren des Zustandes. Aber in den Beziehungen zwischen Kosovo und Serbien stellte sich so dar, wenn der Rat ebenfalls an Mehrheitsentscheidungen gebunden wäre, dann hätten wir 23 Mitgliedstaaten, die die kosovarische Unabhängigkeit anerkennen würden und die anderen nicht. Die anderen würden Probleme machen. Und immer wieder in einem ermüdenden Verfahren würden wir darauf zurückkommen. Ich gebe mal ein Beispiel, abgesehen vom Dialog, wo die 5 Nichtanerkenner nicht so sehr ein Problem waren. Das Stabilisierungs-Assoziierungsabkommen, das wir jetzt mit dem Kosovo haben, sieht als ersten Schritt zur Integration des Kosovo in die EU vor. Da haben wir ein Jahr gebraucht, um Spanien, eins der 5 Nicht-Anerkennungsländer, dazu zu bringen, das Stabilisierungs-Assoziierungsabkommen zu unterzeichnen. Spanien wollte nicht über den Nationalstaat sprechen, weil man Angst hatte, dass die Katalanen diesen Prozess für sich ebenfalls nutzen würden. Ich habe lange mit Vertretern, mit Ministern, mit Regierungschefs aller 5 Nicht-Anerkennungsstaaten gesprochen, versucht sie zu überzeugen, dass wenn sie das Kosovo anerkannten, dass das nicht bedeuten würde, dass sie ihren nationalen Minderheiten eine Art Steilvorlage in die Hand geben, das Kosovo vorzubringen, um die eigenen Unabhängigkeitsbestrebungen voranzutreiben. Denn im Falle dieser 5 Nicht-Anerkennungsstaaten, Spanien, Zypern, Griechenland, Rumänien und Slowakei, diese Länder haben mit ihren Minderheiten im Grunde das getan, was Milosevic den Kosovaren angetan hat einst in ihrer Geschichte.
Das also zum Thema Normalisierung der Beziehungen. Nun zum Thema Dialog. Bodo Weber sagt es gerade, ja, Angela Merkel hat hier eine wichtige Rolle gespielt, aber der Dialog ist nicht deswegen in Gang gekommen. Er begann, nachdem der serbische Außenminister Jeremic und die serbische Regierung sich an den Internationalen Gerichtshof wandten, um gegen die Unabhängigkeitserklärung des Kosovos vorzugehen. Das Gericht war nicht einverstanden mit dieser Position. Die serbische Regierung ging noch einmal vor die Vereinten Nationen. Und es war sicherlich Frau Ashtons Erfolg, nicht noch einmal auf dieselbe Ebene zurückzukehren, denn das hätte der jungen Republik Kosovo sicherlich mehr geschadet als genützt. Dieser Dialog war also eine Art Ausweg aus der Situation, noch einmal große Probleme für das Kosovo auf Ebene der Vereinten Nationen zu erzeugen. Ich habe immer das Prinzip des Dialoges verteidigt, aber mein Problem ist folgendes. Am Anfang hat Robert Cooper, der Hauptverhandler, der Hauptunterhändler mit Lady Ashton, und ich habe mit ihm mehrmals gesprochen, auch mit Frau Ashton, ich sagte zu ihm, Sie müssen auch mit dem kosovarischen Parlament und mit dem serbischen Parlament und mit den Bürgern in beiden Staaten sprechen. Überlassen Sie es nicht den beiden Premierministern oder anderen Ministern, denn diese werden zu Hause ihre Formulierung verwenden. Sie werden vortragen, wie sie die Vereinbarung interpretieren. Aber sie werden natürlich nichts anderes sagen. Frau Mogherini, mit ihr habe ich etwas mehr Hoffnung, dass es mehr Offenheit gegenüber der Gesellschaften, der Zivilgesellschaften beider Staaten geben wird. Aber für mich war das eins der großen Probleme dort. Und ja, es ist richtig, diese Art und Weise mit den beiden Ländern umzugehen, also Serbien, ein Land, in dem das Kosovo immer noch in der Verfassung mitverankert ist. Ich spreche immer auch mit Parlamentariern Serbiens und bin auf Delegationsbesuch häufig dort, denn ich denke, all die 6 Länder des westlichen Balkans, auch Serbien, sollten sich auf ihrem Weg des Fortschritts weiter nach vorn bewegen. Und kommen wir zu Ihrer Antwort zurück. Deswegen ist es auch so wichtig, dass der europäische Steuerzahler hier investiert. Denn Geld hier zu investieren in die Demokratisierung, das ist wichtig für die Demokratie. Und die Westbalkanländer gehören ja zu Europa, nicht nur geografisch, sondern auch historisch. Und ich möchte alle von Ihnen in der EU sehen. Meine Position ist allerdings nicht unbedingt mehrheitsfähig unter den Bürgern der EU. Hier komme ich also zu einem der Kritikpunkte, die ich gegenüber Vedran Dodik vorbringen würde. Ich habe ja mit Ihnen, mit einigen von Ihnen schon häufig diskutiert. Manchmal habe ich den Eindruck, dass, oder ich sage es nochmal andersherum, diejenigen von Ihnen, die hier in Berlin leben, ich denke, die meisten von Ihnen hier im Publikum werden in Berlin leben. Wenn Sie hier in Deutschland fernsehen, was sehen Sie denn an Berichterstattung über das Kosovo? Sie sehen eigentlich, wenn Kosovo überhaupt mal erwähnt wird, dass es keinen guten Fortschritt in diesem Land gäbe. Etwas Fortschritt, so sieht man, gäbe es zu einigen Themen, aber ansonsten Tränengas im Parlament. Und als Parlamentarierin, und ich war ja auch 10 Jahre Mitglied der grünen Fraktion im österreichischen Parlament, bevor ich ins europäische Parlament ging. Also für mich als Parlamentarierin ist das etwas, das ich nicht hinnehmen kann als Methode politischer Demonstration. Das ist inakzeptabel. Denn wenn Sie als Parlamentarierin gewählt werden, dann sollten Sie innerhalb des Parlaments bleiben, um Maßnahmen auszuwählen, die hier adäquat sind, aber zu Mitteln der Gewalt zu greifen, das schafft einen bestimmten Ruf Ihres Landes, mal abgesehen davon, wie sich das auf die Werte der parlamentarischen Demokratie auswirkt. Aber insbesondere wirkt sich das natürlich auch auf die Situation innerhalb der EU aus. Es gab so viel Fortschritt, auch wenn einige von Ihnen sie nicht mögen. Atifete Yahayaga hat sicherlich eine gute Arbeit geleistet als Präsidentin des Kosovos. Sie hat nicht nur den Ruf des Landes verbessert, sie hat aber auch ein bisschen die Realität dessen gestaltet, was das Kosovo sein könnte. Und ich denke, das ist ganz wichtig für die Kosovaren,
die Kosovaren sind die einzigen Bürger der 6 westlichen Balkanländer, die nicht frei reisen können. Ich weiß nicht, wie schwierig es für Sie war, Spend, hierher zu kommen und Ihr Visum zu bekommen. Das finde ich ganz, ganz außerordentlich inakzeptabel. Und ich denke, wir müssen sagen, wir können das nicht akzeptieren. Wie können wir Innenminister dazu bringen, dass sie einstimmig entscheiden in einer solchen Situation, wie wir sie jetzt haben, mit neuen Terroranschlägen wie gestern in Brüssel, mit einer großen Flüchtlingsproblematik. Wie können wir da die Innenminister davon überzeugen, dass es eine Reisefreiheit für Kosovaren geben soll, wenn es doch nur 1,5 Millionen kosovarische Staatsbürger gibt? Das ist nicht leicht, sie davon zu überzeugen. Das ist wirklich schwierig. Aber für mich ist das etwas, das ich nicht akzeptieren kann. Ich möchte, dass das Kosovo und auch Serbien 2 ganz normale Länder sind. Und ich möchte zum Abschluss kommen. Vor kurzem habe ich dem serbischen Kurier, einem englischsprachigen Magazin, ein langes Interview gegeben. Und hier war ich erstaunt. Ich bin ja sehr offen, wenn ich Fragen beantworte. Und da habe ich folgenden Titel gesehen. Mir wurde die Frage gestellt, sollte Serbien das Kosovo anerkennen? Ich habe gesagt, ja, natürlich. Und mein wichtigstes Argument hier ist, es gibt gar keine andere Möglichkeit. Denn selbst die nicht anerkennenden Mitgliedstaaten werden Serbien nicht wegen Serbien nicht in die EU lassen, sondern wegen Zypern nicht reinlassen. Es wird niemals mehr ein Land in die EU aufgenommen werden, das keine geklärten Grenzverläufe hat. Und das kann nicht sein für Serbien. Insofern ist das eine Tatsache und das weiß natürlich auch die serbische Regierung. Ich hoffe, dass vor den Wahlen oder nach den Wahlen es hier auch volle Klarheit geben wird in Serbien. Insofern denke ich, es ist wichtig und dann komme ich auch wirklich zum Schluss, dass wir auch über den Norden Kosovo sprechen, über die Serben, über die Kosovo-Albaner und so weiter. Aber ich denke, das ist sehr klar. Ich glaube, alle wissen das. Wir sollten es aber auch in Serbien offener sagen. Of course, there were a number of Vielen Dank, Ulrike. Das waren natürlich mehrere Probleme, die Sie hier vorgebracht haben, auf die man sicherlich eingehen möchte. Vielleicht gibt es auch noch einige Dinge, die mir jetzt bleiben. Während Sie sprachen, hat mich das sehr stark an den Diskurs der Independence Party in Großbritannien oder der PIS-Partei in Polen erinnert. Im Wesentlichen sagen wir, wir wollen nationalistische Tagesordnung, volle Unabhängigkeit für das, was wir wollen, Achtung. Und für mich erscheint es etwas bizarr, dass wir jetzt hier in 2016 über einen sehr nationalistischen Diskurs reden. Und Verzeihung, wenn ich das sage, selbst das, was Sie sagten, erschien mir sehr nationalistisch. Ich hatte die Freude, Beata Szydlo zuzuhören, der Premierministerin Polen. Und ich denke, man könnte möglicherweise die Sprechnotizen austauschen, wenn man die Agenda betrachtet. Was kann man denn beitragen zu einem normalen Kosovo, zu einer europäischen Integration mit einer so nationalistischen Agenda? Zunächst einmal darf ich noch um einige weitere Minuten bitten. Sie bekommen genauso viel wie die anderen. Wir haben mit UKIP nichts gemeinsam. Und ich weigere mich und ich würde sagen, ich fühle mich schon angegriffen dadurch, wenn ich mit UKIP verglichen werde. Wir sind keine rechtsgerichtete nationalistische Partei. Wir sind eine sozialdemokratische Bewegung, die um Souveränität ihres Landes kämpft. Ich habe absolut kein Problem damit, mit anderen Nationalitäten in meinem Land zusammenzuleben, solange wir gleich behandelt werden. Ich schäme mich jedoch auch nicht der Tatsache, dass ich Albaner bin. Und ich sage nicht, weil ich albanisches Blut in mir habe. Das ist nicht das Konzept des Nationalstaates oder einer Nationalität. Es ist ein modernes Konzept. Frau Lunacek, wenn Sie Albanerin werden möchte, dann kann Sie das albanische Bürgerin Kosovos werden? Nein, weil wir glauben ein modernes Konzept der Nation und in Anbetracht all dessen, was Deutschland mir zu bieten hat, denke ich, könnte ich mich auch als Deutsche erklären. Also wir glauben an dieses Konzept der Nationalität und auch mit der polnischen Partei haben wir nichts gemein. Also ich würde sagen, was wir gemein haben, sind sozialdemokratische Prinzipien, denn wir sind eine Mitte-Links-Bewegung, die um Gleichheit kämpft. Zunächst einmal darf ich auf Frau Lunacek eingehen. Natürlich sprechen wir sehr oft und ich stimme mit ihr überein in vielen Analysen, die wir erarbeitet haben. Ich habe auch ihre Berichte gelesen.
Und im Analyseteil ist das eine objektive Analyse der Situation. Und ich gratuliere dem Europäischen Parlament dazu, dass es so viele Beschlüsse verabschiedet wurden, die dem Rechnung tragen, was in Kosovo abläuft. Wo ich nicht einer Meinung bin, ist die Frage des Images. Image, das bedeutet für mich ein Ausdruck des inneren Funktionierens eines Landes. Wenn ich also arm bin, dann kann ich die schönsten und besten Kleider anziehen. Aber ich bin immer noch arm. Ich kann also erscheinen und die Fete Yayaga respektiere ich. Sie sieht gut aus und sie war eine Präsidentin als Frau im Kosovo. Aber wie viel politische Kraft hat sie? Inwieweit konnte sie denn Probleme lösen als Präsidentin? Wenn also unser Premierminister nach Deutschland reist, um mit Frau Merkel zusammenzutreffen, interessiert mich nicht der rote Teppich, sondern mich interessiert, was man dort bei dem Treffen gesagt hat. Die Frage des Images für mich ist also nicht ausschlaggebend, wenn das Land funktionsgestört ist, wenn dort Armut, Korruption und anderes herrschen. Visa-Liberalisierung für Kosovo würde ich als Innenminister Europas nicht akzeptieren, aufgrund der Tatsache, dass 30.000 Leute Kosovo verlassen haben. Das war nicht aufgrund des Tränengases. Und wenn 30.000 Leute aus Kosovo ausreichen, dann ist das nicht aufgrund des Tränengaswurfs im Parlament. Sie verließen das Land im Januar, Februar 2015. Da gab es noch keine Tränengasattacken im Parlament. Es gab keine Proteste. Diese Menschen sind gegangen, weil sie keine wirtschaftlichen Möglichkeiten für sich sahen. Und nachdem 3 Milliarden europäischer Gelder in Kosovo seit 2009 ausgegeben wurden, der größte Betrag in Bezug auf jedes Land, in Bezug auf pro Kopf, dann ist das eine Frage, die sich die EU stellen sollte. Warum haben wir eine Milliarde Euro für Eulex ausgegeben? Welche Ergebnisse hat das gebracht? Gibt es Kriminelle, die ins Gefängnis gegangen sind wegen Eulex? Wie viele Korruptionsfälle wurden abgehandelt? 2 Milliarden Euro Hilfe. Wie viel wirtschaftliche Entwicklung hat das gebracht? Das sind die Fragen, die wir stellen sollten. Tränengas, das ist eine Wirkung der unterschiedlichen Ursachen. Nun, nein, es geht nicht darum, das zu verteidigen. Man kann das österreichische Parlament oder das Europäische Parlament nicht mit dem Parlament Kosovos vergleichen. Genau. Ich möchte das gerne so haben, wie es im österreichischen Parlament ist, aber die Unterschiede kennen wir sehr gut. Und ich möchte das nur noch einmal sagen, dann komme ich noch mal auf Tatjana zurück und darauf, was sie gesagt hat. Die Vereinbarung in Brüssel besagt, unter anderem, ich kann nicht Polizeikommando im Norden sein, nur weil ich als Albaner geboren wurde. Nur weil ich Albaner bin. Es sagt aus, nur ein Serbe kann Polizeikommandeur im Norden sein. Das ist für mich nicht akzeptabel. Daran glaube ich nicht. Ich würde nie sagen, ein Serbe kann kein Polizeikommandeur in Pristina sein, nur weil er geborener Serbe ist. Weil ich nicht glaube, dass als bestimmter Nationalität geboren zu sein, einen dazu verhilft, ein guter Polizeibeamter zu sein oder nicht. Ich kann nicht vor ein Berufungsgericht mit einem Serben, vor einem albanischen Richter gehen, nur weil ich Albaner von Geburt bin. Das ist rassistisch, das ist antieuropäisch. Das ist für mich nicht akzeptabel als menschliches Wesen. Wenn diese Dinge vor das Parlament kommen und das Parlament sagt, das müsst ihr akzeptieren, dann würde ich sehr gerne ein normales Parlament haben. Ich bin im Übrigen kein Mitglied des Parlaments, aber es wäre gut, wenn wir normale parlamentarische Funktionen nutzen könnten, aber das ist kein normales Parlament, es ist kein normales Land, es ist keine normale Situation, keine normale Vereinbarung. Und ich sagte, in Bosnien hat Europa das Dayton Agreement gesponsert, da kann man nicht wieder raus. Jetzt wurde gesagt, Bosnien kann nicht der EU beitreten, weil es nicht souverän genug ist. Und er war einer derjenigen, der das Dayton Agreement gestützt hat. Wir wollen einfach Normalität für unser Land. Und wir wären sehr gerne ein normales Parlament wie das österreichische. Und
uns wäre es lieber, wenn wir kein Tränengas einsetzen müssen. Nochmal zurück auf das, was Tatjana sagte. Sie hat mehr über die kosovarische Regierung als über die kosovarischen Serben gesprochen. Und ich würde gerne mehr etwas zu der Position der kosovarischen Serben hören. Denn ich habe hier mehr Verteidigung der kosovarischen Regierung rausgehört. Und ich verstehe das nicht ganz. Vite Vendosja hat keine Molotow-Cocktails geworfen oder Fahrzeuge, die Regierung hat diese Bewegung nicht angezündet. Das würde ich nicht akzeptieren. Nie im Leben. Ich glaube an gewaltfreies Handeln. Und was Sie verstehen müssen, Sie hören von über Vite Vendosja von den falschen Leuten. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie sich mit Vite Vendosja treffen und Ihnen selbst die Fragen stellen, wie die Lage ist. Wahrscheinlich haben Sie mit Serben aus Pristina gesprochen. Fragt man einmal, wie man sich fühlt in Srebrenica. Über 150 Häuser. Wir waren dort. Alle paar Wochen sind wir dort. Wir fragen wie sie sich in Pristina fühlen, die Serben. Fühlen sie sich bedroht oder werden ihre Probleme gelöst? Lassen Sie mich bitte enden. Fühlen Sie sich als gleichberechtigt behandelt? Das ist etwas, was wir erreichen wollen, Gleichheit. Wissen Sie, das Problem, Tatjana, ist, in den letzten 15 Jahren sehe ich immer Plakate, KFOR, da steht drauf Toleranz. Dem kann ich nicht zustimmen. Ich hasse es, aber muss tolerant sein. Toleranz ist nicht das Wichtigste, sondern wir müssen uns einander akzeptieren als gleichberechtigte Bürger. Das brauchen wir. Gleichheit. Kommt zu uns und sprecht mit uns. Wir wollen darüber sprechen, wie unser Leben, mein Leben besser werden kann. Wir wollen sprechen über deinen Beruf, deine Rente. Denn ich kenne die serbische Geschichte besser als die Geschichte Kosovos. Die Situation hat uns gezwungen, dies zu tun. Und wenn ich würde sagen, Vucic ist nicht gut für Serbien, wenn Sie mir gestatten, dies zu sagen. Ich habe wirklich gute Absichten für Serbien, denn ich denke, wenn meine Nachbarn gut sind, sind wir auch gut. Vucic ist nicht gut für Serbien. Er ist ein besserer Politiker geworden, das ist wahr, denn er versteht die Situation besser. Aber hat die Situation in Serbien sich wirklich geändert? Wenn man sagt konstruktiv, was meinen Sie damit konstruktiv? Sehen Sie, was Serbien in der UNESCO getan hat? Man nennt uns ISIS, gibt Millionen aus, um bestimmte Dinge zu verhindern. Das wäre besser für die Kirchen in Kosovo, denn die wären unter dem Schutz der Vereinten Nationen. Als das Tanzteam von Kosovo teilnehmen wollte, hat Serbien dagegen, Serbien dagegen protestiert. Das ist doch nicht konstruktiv. Oder Fußball, Basketball, da lässt man uns auch nicht teilnehmen am Sport. Diese Frage taucht auf. Wir kennen Vucic. Das einzige Mal in der Geschichte, als Vucic und Nikolic zusammenarbeiteten, war 1999 während des Kosovo-Krieges. Das war das einzige Mal. Vucic sagte 1997 im Parlament, für jeden Serben, den ihr tötet, töten wir 100 Muslime. Und man hat gesagt, das ist nicht im Kontext gewesen. Dann kann man sagen, was gibt es denn hier für einen Kontext? Dafür muss man die Verantwortung übernehmen. Wenn man die Beziehung mit den Albanern verbessern möchte, wenn man will, dass wir Vertrauen in die serbische Regierung haben, dann muss man das auch zeigen, dass man das wirklich meint, indem man Verantwortung schultert für das, was man gesagt hat. So, nur das führt zur Versöhnung. 5% der Bevölkerung. Absolut nicht. Wenn Sie mich fragen, würde ich Belgrad hier ganz raus außen vor lassen. Ich frage über mich als kosovarische Serbin. Momentan mache ich weniger als 5% der Bevölkerung in Kosovo aus. Sollte ich die Verantwortung dafür übernehmen, die Beziehung mit Ihnen zu verbessern? Oder wer kommt hier zu wem? Ich komme auf Sie zu, auf jeden Fall. Auf welche Weise? Die gesamte Zeit, in jeder Hinsicht, kann ich eine Frage stellen. Wir sind ja beide sehr emotional, das ist leicht erkennbar. Welche Flaggen tragen Sie im Protest? Die Flagge Kosovos oder Albaniens? Wenn wir die Proteste von Vite Vendosja sehen, welche Flaggen werden da getragen? Was macht das aus? Ich frage einfach nur.
Die Kosovo-Flagge habe ich im Büro. Auf der Straße, was wird da getragen? Ich habe am Anfang gesagt, ich finde es keine Schande, dass ich Albaner bin. Ist das eine Schande für Sie? Wer fühlt sich verletzt durch die albanische Flagge? Ich fühle mich nicht verletzt durch die serbische Flagge. Auf das, der Eurovision, was war denn da das Problem mit der Flagge im Eurovision, im Eurovision Contest? Ich frage nur aus Neugier. Schämen Sie sich, Flaggen für ein Kosovo zu tragen während der Proteste von Vite Vendosje? Warum gibt es denn keine Flaggen für Kosovo auf den Straßen während der Proteste? Sie wissen es, weil es nur albanische UCK-Flaggen gibt. Schauen Sie sich doch mal die Bilder an. Wir können die Bilder zeigen, aber so ist das nicht. Eine von 10. Schauen Sie sich das an, Vite Vendosje, was Sie tragen. Vielleicht bitte Ihren Beitrag und dann Tatjana. Wenn Sie mich fragen, ich würde Belgrad da völlig außen vor lassen. Ich wäre die Glücklichste, wenn Belgrad in diesem Moment außen vor gelassen werden würde. Wir haben eine Vereinbarung. Ich möchte nur Gleichberechtigkeit. Ich möchte die gleichen Möglichkeiten haben wie Sie. Ich möchte auch, dass Sie die gleichen Möglichkeiten haben wie ich. Aber heute ist das nicht der Fall. Und ich habe den Serben selbst in Pristina gesagt, in Pristina werdet ihr nicht diskriminiert, aber ihr werdet auch keine Vorrechte genießen. Ich betrachte euch als gleichberechtigte Bürger. Ihr habt Probleme mit dem Abwasser, die werden gelöst. Und mir ist es egal, ob ihr einen serbischen oder albanischen Namen habt. Selbst wenn ihr eine serbische Flagge tragt, habe ich kein Problem damit. Ich achte eure Nationalität und wo ihr herkommt. Ihr solltet das prüfen, wie Vite Vendosje damit umgeht. Vielleicht enden wir erst einmal mit diesem Beitrag. Ich glaube, wir haben jetzt so in etwa verstanden, wo es hingeht. Ich wollte nicht den Dialog zwischen Ihnen beiden stören, denn beide haben Sie gesagt, Sie wollten den Dialog. Tatjana, da gab es, glaube ich, ein paar Probleme, wo Sie reagieren wollen. Ich kann das jetzt nicht alles beantworten. Nein, Sie brauchen das auch nicht beantworten. Aber Spend hat etwas sehr Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, er möchte die gleichen Möglichkeiten haben, wie Sie sie haben. Ich denke, das betrifft auch ein wenig die Doppelidentität der Menschen im Norden in Kosovo, möglicherweise auch in Bezug auf die doppelte Staatsbürgerschaft und wie sich dies auswirkt auf den Prozess, den wir hier erörtern, nämlich die Normalisierung. Haben Sie das Gefühl, dass Sie privilegierter sind, dass Sie mehr Vorrechte haben als Spend und seine Kollegen? Ich würde gerne großzügig Ihnen alle meine Privilegien, die ich habe, geben, wenn wir unsere Plätze tauschen könnten. Aber wenn wir so beginnen, denke ich, müssen wir die Geschichte herumschieben, sozusagen alle 50 Jahre, so eine Art Mantra. Dann genießt ein Volk Vorrechte gegenüber dem anderen. Und es wäre nicht fair, das so zu diskutieren. Aber als Sie die Frage stellten zu den Vorrechten, zu den Privilegien, da haben Sie auch die Frage der Folgen berührt. Und ich fürchte, da gibt es ein lateinisches Sprichwort, das lautet, blind ist ein Fakt. Das heißt, diese Vorrechte für Serben, warum sollten die gleichberechtigte Bürger sein? Ich möchte die Frage stellen, haben Sie sich jemals gefragt, wo diese positive Diskriminierung herkommt? Wo und warum ist das so? Warum ist es so, dass die demokratische EU plötzlich entschieden hat, in die Brüsseler Vereinbarung etwas einzuarbeiten, was mit positiver Diskriminierung in Beziehung steht? Hat man jemals darüber nachgedacht, warum das so ist? Wir sollen mal einen serbischen Polizeikommandeur im Norden haben. Soweit ich weiß, steht das in der Vereinbarung nicht drin, aber es steht drin, gemeinsames Einverständnis zwischen allen drei Parteien, anschließend der EU, dahingehend, dass während des Prozesses der Integration des Nordens in das kosovarische System es natürlich und akzeptabel ist, dass ein Polizeikommandeur serbisch ist. Es gibt also zwei Arten und Weisen, hier zu antworten. Wenn man sich die Geschichte anschaut der Integration der kosovarischen Serben in den Rest des kosovarischen Systems, aus der Zeit der UNMIG, von der ersten Institution an, sieht man schon das Prinzip der positiven Diskriminierung. Ich selbst bin nicht glücklich, dass ich nicht stark genug bin, wirklich in Kohärenz zu treten, auf einem fairen Boden mit dem Rest der Gemeinschaft. Aber dann sollte man sich wirklich als Mehrheit fragen, von wo kommt denn diese positive Diskriminierung her? Was geschah, dass weniger als 5% einer Bevölkerung positiv diskriminiert wurden? Sie haben garantierte Sitze im Parlament,
Und in diesem Moment ist es wirklich so, dass die serbische Bevölkerung weniger als 5% ausmacht in einem Projekt. Das Projekt der EU erlaubte Kosovo nicht ein monoethnischer, sondern ein multiethnischer Staat zu sein. Und als Mehrheit müssen sie zeigen, dass es wirklich ein multiethnischer Staat ist. Und dann ist da das Problem mit den weniger der 5% in der Bevölkerung. Und in diesem Moment, warum haben die denn überhaupt Vorrechte? Ich würde das zunächst gar nicht Vorrechte nennen, denn irgendwie ist das ja auch ein Handicap. Wenn jemand mir Unterstützung leisten muss, dann ist das ja für mich kein Vorrecht, sondern ich werde daran erinnert, in welcher Art Diskriminierung ich sozusagen enden könnte. A. Und B, dieser multiethnische Staat, kann ich mir vorstellen, dass wenn weniger als 5% dieser Ethnie, die Zahlen besagen ja das schon, dass 5%, 95% der übrigen Bevölkerung gar nicht gefährden können. Das heißt, diese 5% der Bevölkerung sind bereits gefährdet. Und das sieht man ganz eindeutig auch überall im Süden. Und wenn ich erwähne, warum Belgrad konstruktiv ist, zunächst einmal bin ich einer der wesentlichsten Kritiker aller Dinge, die derzeit aus Belgrad kommen, um das ganz klar zu sagen. Ich bin absolut gegen die Unterstützung für das Regime. Ich fühle mich sehr gedemütigt als native Kosovare Serbin, dass ich mit dieser Unterstützung aus Serbien ich abgeben musste. Ich hätte das gerne ganz anders gehabt. Und die große Verletzung gegenüber den kosovarischen Serben, insbesondere im Norden, war, dass wir nicht am Verhandlungstisch saßen in Brüssel in Bezug auf die Vereinbarung. Gleichzeitig, als alle drei Seiten, Pristina, Belgrad und die EU, mir sagen, dass die meisten Vereinbarungen wie in dieser Serie, die mein tägliches Leben besser gestalten sollen. Das ist bereits unnatürlich und problematisch im Rahmen dieser Brüsseler Vereinbarung. Und hier stimme ich Ihnen zu. Aber ich denke, das wirkt sich auf die Serben und die Nordserben aus, die hier marginalisiert werden. Aber um zu zeigen, warum der Norden jetzt wirklich zeigen muss, warum auf welche Weise Belgrad eine konstruktive Rolle gespielt hat, seit einem Jahr ist die Situation wirklich abnormal. Und nach einem Jahr Dialog, wenn es keine Bedrohungen mehr gibt von Milosevic, wie zum Beispiel Vucic kommt mit der Armee oder so etwas, wenn man diese Drohung der Serben nicht mehr hat, dann sieht es jetzt so aus, als hätte der kosovarische Staat, als wäre er zerstört worden von der Innenseite. Die Albaner zerstören momentan ihren eigenen Staat in einem sehr reifen Stadium des Dialogs. Und das heißt, dass sie nicht nur gegen die Regierung sind, sondern dass sich das auch wirklich auf den Dialog mit den Serben auswirkt. Können Sie sich vorstellen, wir hatten ca. 17 Jahre eine sehr kurze Geschichte, aber eine sehr starke Geschichte, nämlich der Norden Kosovos ist sehr gegen jede Integration gewesen. Und zwar aus im Wesentlichen zwei Gründen. A, wir hatten so etwas wie einen serbischen Staat, der in Kosovo funktionierte, ohne Unterbrechung, insbesondere im Norden. Das heißt, die serbischen Institutionen sind 1999 nicht abgebaut worden. Wir empfinden die als natürlichen Teil unserer Bevölkerung, angefangen von der Post, Gesundheitswesen, Schulen und so weiter. Für uns ist das nicht nur eine politische Frage, sondern unsere Frage des täglichen Lebens. Und wir haben da ein ganz natürliches Gefühl dazu, was dies angeht. Das heißt, das ist für uns sicher und natürlich. Und B, was noch wichtiger ist, seit 17 Jahren kann man auf jeden Fall eine sehr, sehr bittere Erfahrung auf Seiten der südlichen Serben sehen. Was ihre Gefühle anbetrifft, sind sie geachtet worden, sind sie geliebt worden, sind sie gewollt worden, sind sie physisch sicher gewesen gegenüber der Mehrheit, ihren albanischen Nachbarn. Und all diese ethnisch motivierten Verbrechen, die Diskriminierung, der Mangel an Toleranz, das generelle Gefühl dieses und Empfinden dieses Mangels, das geschah
in der Präsenz, massiven Präsenz der internationalen Gemeinschaft, sowohl Polizei als auch administrativ. Beides sind Gründe für die Serben im Norden, dass sie glauben, wir wollen nicht Teil sein dieses Systems. Jetzt, 3 Jahre im Lichte des Jubiläums der Brüsseler Vereinbarung, hat Belgrad gute Arbeit geleistet. Was hat Belgrad gemacht für die Integration? Ich bin kritisch. Ich weiß, warum Belgrad das gemacht hat, um ihren eigenen Beitritt zu beschleunigen. Aber über Nacht hat Belgrad die gesamte politische Führung abgesetzt. Nicht nur die Radikalen im Norden, aber auch die Moderaten. Und Ivanovic, daran darf ich Sie erinnern, beispielsweise der moderateste Führer. Und ich möchte Sie daran erinnern, dass er momentan im Gefängnis aufgrund ethnischer Verbrechen seine Strafe absitzt. Viele internationale Partner sind hier anderer Ansicht. Belgrad hat auch ganz offiziell über die Regierung die serbischen Institutionen abgebaut. Zum ersten Mal nach 100 Jahren. Man hat die Gemeindeverwaltungen abgebaut. Was hat man anstelle dessen gemacht? Man kann ja kein Vakuum zulassen. Um also psychologisch und physisch uns vorzubereiten auf den Integrationsprozess, hat man seit 3 Jahren temporär ein Satzungssystem eingeführt, ein Puffersystem, über das wir an etwas teilhaben können, was vor Jahren undenkbar war. Beispielsweise Kosovo-Wahlen im Norden. Das war, als wäre, hätte man den Teufel erwähnt. Belgrad ist es also gelungen, uns einzubeziehen. Mit der Unterstützung von Belgrad wurden kosovo-serbische Bürgermeister und Minister gewählt. Menschen haben Teil an den Kosovo-Institutionen. Ich bin der Regierung gegenüber kritisch, aber das hat Belgrad wirklich getan. Und mit Unterstützung von Belgrad war es auch so, dass die Strukturen im Norden abgebaut wurden, beispielsweise Hort und viele Institutionen. Also aus Ihrer Sicht ist es so, dass Belgrad keine konstruktive Rolle spielt, aber so kann ich das nicht sehen. No, sorry. Es tut mir leid. Spend, bitte. Ulrike hat nochmal um das Wort gebeten und hier geht es nicht um Fairness. Es geht darum, eine komplexe Diskussion zu moderieren. Sie werden das Mikrofon noch einmal bekommen. Machen Sie sich keine Sorge. Ulrike, Sie baten um eine Wortmeldung, wollten reagieren und wollten sich auf einige Tatsachen beziehen. Und Spend wird anschließend nochmal das Wort bekommen. Ja, ich möchte in der Tat zu einigen Themen Anschluss nehmen. Im Abkommen von August 2015 heißt es, der Kommandeur der Region soll ein Serbe im Kosovo sein, der von den 4 Bürgermeistern durch die Gemeindeverwaltung gestellt wird. Das heißt, es soll ein kosovarischer Serbe sein. Und das, Sie sagten, es stände dort nicht, aber steht dort. Es ist ja ein öffentlich zugängliches Dokument. Und ich sprach darüber auch mit Frau Mogherini und mit anderen. Und ich denke, dass das wirklich ein Problem im Text ist. Nicht, dass der Kommandeur nicht sowieso ein Serbe im Kosovo wäre, aller Wahrscheinlichkeit nach. Aber dies in der kosovarischen Verfassung zu verankern, ist etwas, was Sie nicht dürfen. Sie dürfen keine ethnische Zugehörigkeit definieren. Wahrscheinlich wäre es sowieso ein serbischer Kommandeur geworden. Ich weiß also eigentlich nicht, warum das in dieses Abkommen Eingang finden musste. Wahrscheinlich gab es zu viel Druck auf Serbien. Ich denke, ohne diese Definition wäre es leichter gewesen. Das musste ich einfach kurz mal ansprechen, denn was Sie sagten, stimmt nicht. Und es ist auch richtig, auch meiner Meinung nach, dass Belgrad hier umfangreiche Mühen bereits hat anklingen lassen. Aber ob nun mit Hilfe der EU oder nicht, zwischen Kosovaren und Serbien soll es um Verständigung gehen. Und als Sie sagten, dass die parallelen Strukturen zerstört wurden durch Belgrad, dann stimmt das einfach nicht. Ich habe zum Beispiel hier
die Ausgabe von Big Deal. Das ist eine Ausgabe dessen, was Journalisten und Wissenschaftler aus Serbien und dem Kosovo gemeinsam in den letzten anderthalb Jahren verfasst haben, dazu, was umgesetzt wurde und was nicht an Rechtsabkommen. Und hier können Sie alle Einzelheiten dessen nachlesen, wo der Prozess nicht funktioniert. Und insbesondere sieht man hier Nachteile für die Bürger. Und hier wurden wieder die Grenzen blockiert von Kosovo nach Serbien. Die Kosovaren blockieren den Serben den Zugang und so weiter. Diese Spielchen sollten nun endlich ein Ende finden. Ich sehe auch, und ich spreche ja häufig über die Seite der EU, ich sehe, dass es auch nicht genug Druck gegeben hat seitens der EU, um die Umsetzung wirklich voranzubringen. Die telefonische Vorwahl für das Kosovo, es gibt immer noch slowenische Telefonnummern. Das ist wirklich absurd. Und Serbien, ich weiß nicht, wie viele Antennen sie wollen, aber das Doppelte der Antennen wird nachgefragt, um der Änderung zuzustimmen. Also das ist wirklich merkwürdig. Ich unterstütze ja den Dialog, aber es muss wirklich mehr getan werden. In meinem letzten Fortschrittsbericht habe ich die EU ersucht, also Frau Mogherini und die anderen, darum ersucht, dass regelmäßig ein Fortschrittsbericht an die Parlamente geschickt werde. Und zwar an das kosovarische, an das serbische Parlament und auch an das EU-Parlament über das, was erreicht werden konnte und nicht. Und das regelmäßig, sodass die Bürger auch informiert sind darüber, was umgesetzt wurde und was nicht. Und Spend noch einmal zum Thema des Parlaments und der Symbole und des Rufs und des Eindrucks. Ich bin ja nun seit über 20 Jahren Politikerin und ich weiß, dass in der Politik Symbole und Bilder auch wichtig sind. Nicht nur die Gesetze und nicht nur, was getan wird. In diesem Sinne würde ich schon verstehen, was Frau Jager und andere vorgebracht haben. Also die noch Präsidentin und andere Politiker in der EU. Ich weiß, wie wichtig diese Symbolik ist. Und ich weiß, was passiert ist, als Atife Yayaga Präsidenten unterschiedlicher EU-Mitgliedstaaten aufgesucht hat. Das hat ein Bild vermittelt. Und das Bild des Kosovo ist bislang noch kein sehr gutes. Leider, leider. Und das hat viele Gründe. Es hat sehr viele Anstrengungen unterschiedlicher Länder gegeben, diesen guten Eindruck gar nicht erst entstehen zu lassen. Und mein letzter Punkt, Sie sagten, dass Sie auf gewaltfreiem Wege Ihre Ziele erreichen wollen. Denken Sie wirklich, dass Tränengas gewaltfrei ist? Sie haben ja erklärt, warum Ihre Partei diese Aktion durchgeführt hat. Ich weiß, Sie sind nicht selber im Parlament vertreten, aber ich würde mir wirklich wünschen, dass Vedevent Dosije sich auch auf die Außenwirkung konzentriert und nicht nur auf die Innenwirkung. Und ich denke, das ist doch auch nach innen hin schädlich, aber insbesondere nach außen hin und insbesondere in der Situation, wie wir sie jetzt in Europa haben. Ich denke, es ist schädlich. Und viele der Dinge, die Sie selber unterstützen, werden dadurch nicht nach vorn gebracht. Und das mag ich nicht. Ich möchte nun nicht der Ungerechtigkeit beschuldigt werden. Ich gebe Ihnen jetzt noch mal 2 Minuten und dann möchte ich noch mal Bodo das Wort erteilen und das Publikum bitten, sich vorzubereiten, auch Fragen zu stellen. Also noch einmal Spend und dann Bodo und kurze Ankündigung. Es wird gleich ein Handmikrofon geben. Allerdings werden Sie das Mikrofon nicht direkt in die Hand bekommen. Sie müssen also sich kurz fassen. Okay, ich habe ja nur 1,5 Minuten. Jetzt muss ich kurz auf Tatjana eingehen und später weitere Punkte hoffentlich ansprechen. Ich finde es wirklich beunruhigend, Tatjana, dass Sie denken, dass Belgrad mit Recht über Nacht eine bestimmte Führungselite eliminieren konnte. Sie haben ja gesagt, das sei ein konstruktiver Ansatz gewesen, denn über Nacht sei ja eine bestimmte politische Riege entfernt worden. Aber das bedeutet, dass ja eigentlich das Schicksal der kosovarischen Serben in der Hand Belgrads läge. Das finde ich sehr beunruhigend. Ich denke, das sollte nicht so sein. Die Serben im Kosovo sollten für sich selber sprechen, nicht durch Belgrad. Es hat sich ja immer wieder gezeigt, dass das nicht funktioniert, nicht mal für die Serben im Kosovo. Es funktioniert nicht. Ich treffe ja jeden Tag kosovarisch-serbische Politiker, Politikerkollegen und ich weiß, dass sie nicht mal über ein einziges Gesetz im Parlament abstimmen können, ohne bei Herrn Vucic vorher anzurufen und zu fragen, ob das so okay ist.
Und hier ist auch der Unterschied zwischen dem, was ich als konstruktiven Ansatz erachte und was ich als nicht konstruktiv erachte. Hätte nämlich Serbien gesagt, das Kosovo ist für uns jetzt durch, es ist okay. Vielleicht sagen sie das ja auch hinter der Hand den EU-Vertretern, aber in der Öffentlichkeit habe ich niemals einen einzigen serbischen Regierungsverträger in höherer Position sagen hören, dass das Kosovo anerkannt werden wird. Niemals. Und ich höre mir die öffentlichen Bekundungen an. Ich weiß nicht, was hinter der vorgehaltenen Hand gesagt wird. Also, wenn nun Serbien sagte, okay, das Kosovo ist okay, so ist durch, wir werden das Land anerkennen, aber wir machen uns Sorgen um die Rechte der Serben im Kosovo, dann ist das natürlich ein legitimes Thema, das in einem Dialog gelöst werden sollte. Aber wenn Serbien sagt, wir werden das Kosovo sowieso niemals anerkennen, das Kosovo ist ISIS, Pristina ist wie Palmyra, das hat ja Herr Dacic auch gesagt, und dies ist ein Land, das mit islamistischem Fundamentalismus alles zerstören wird, was im Staat funktioniert. Das werden wir niemals anerkennen. Und zusätzlich wollen wir da einen Gemeindeverband. Was bedeutet das für mich als Regierungsvertreter im Kosovo? Das bedeutet, dass der Gemeindeverband ein Instrument sein soll, den Staat Kosovo zu defunktionalisieren, wann immer es Belgrad beliebt. Und das ist für mich komplett inakzeptabel als Bürger des Kosovo. Bodo, wie kommen wir da nun wieder raus? Wie kommen wir da nun gut gesittet wieder heraus aus der kompletten Blockade und wie entspannen wir die Situation? Also ich werde versuchen, mich hier kurz zu fassen, in einigen Minuten zu reagieren, damit wir noch Zeit zur Diskussion haben. Also, zunächst einmal möchte ich das Podium hier enttäuschen wollen, nämlich zuerst Folgendes sagen wollen. Sie sprachen ja darüber, es sei der beste Weg, dass die Serben im Kosovo und die Albaner im Kosovo ohne Serbien im Dialog stehen sollten. Während ich prinzipiell komplett zustimmen würde, möchte ich gleichzeitig sagen, dass das vollkommen unrealistisch ist, meiner Meinung nach, aus verschiedenen Gründen. Die Zersetzung Jugoslawiens und die Aufspaltung begann ja mit der Manipulation des Kosovos durch Belgrad. Wir haben nun eine 30-jährige Geschichte der Manipulation der Serben im Kosovo durch Belgrad hinter uns, und wir haben diese gesamte Geschichte hinter uns, die in diesen 30 Jahren sich vollzogen hat. Und aus dieser Manipulation heraus gibt es einfach überhaupt keine realistische Grundlage, das Problem im Kosovo, das Souveränitätsproblem, dadurch zu lösen zu wollen, Belgrad rauszuschmeißen aus dem Prozess. Das ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt: auch wenn es wunderbar wäre, einen Staat Kosovo auf einem zivilgesellschaftlichen Modell aufbauen zu sehen, denke ich, dass nach 10 Jahren Rassentrennung, nach ethnischer Trennung, nachdem es den Zwang gab zur Umsetzung öffentlicher Trennung der Volksgruppen im Kosovo, denke ich, dass wir jetzt in der Lage sein werden, für einen gewissen zeitlichen Rahmen dieses zivilgesellschaftliche Modell zu entwickeln. Aber wir benötigen dafür die schon genannte positive Diskriminierung, die Garantie für die Serben. Ist das nun fair für die Albaner im Kosovo? Nein, natürlich nicht. Gibt es andere Möglichkeiten? Nein, auch nicht. Das ist das, was ich meine. Ich denke, es gibt einfach keinen anderen Weg. Und deswegen denke ich auch, dass der Dialog am Anfang, und ich spreche hier über politischen Dialog, dass der politische Dialog, der begann mit der Führung durch die deutsche Kanzlerin, gut ist. Und es gibt ja auch noch den technischen Dialog. Dennoch ist diese Politik, die aus der Demokratietheorie heraus nicht fundamentalistisch ist, nicht ideal ist, große Herausforderungen hatte von Anfang an. Und hier muss es ja um eine gute Strategie gehen, das möchte ich kurz anführen. Es geht ja um eine strategische Ausrichtung, das wurde in den letzten 2 Jahren versucht. Ich möchte kurz anführen. Erstens, der gesamte Ansatz, Spend mag das nicht mögen, den Status des zwischen Serbien und Kosovo durch
die EU-Integration Serbiens voranzubringen, ist etwas, was noch nie vorher in der Geschichte sich ereignet hat. Das kommt nicht von den Institutionen, sondern kommt aus der deutsch-britischen Führung und US-amerikanische Rückendeckung. Es geht also hier um ein wirkliches Engagement. Was ist da passiert in den letzten 3 Jahren? Es ist etwas sehr Interessantes passiert. Das Dokument über den Rahmen für die Beitrittsverhandlungen Serbiens, das besagt, dass in den 34 Verhandlungskapiteln über den Beitritt Serbiens in den Status eines Beitrittskandidaten muss das Kosovo als Thema angesprochen werden. Das ist ein großer Erfolg, wird aber doch ein schwieriges politisches Unterfangen bleiben. Zweiter Punkt, die strategische Frage, wohin geht es eigentlich in dem Dialog, wurde noch gar nicht definiert. Geht es um die Unabhängigkeit des Kosovo? Geht es um etwas Geringeres? Das ist eine Frage, die Deutschland, Großbritannien und die USA noch nicht beantwortet haben. Und in der Vereinbarung vom April sagt ein kosovarisches Dokument, es gehe auch darum, nicht den Beitrittsprozess für das Kosovo zu blockieren. Wie soll man das erreichen? Wenn Serbien zuerst in die EU kommt, wie kann man diese Garantie dann überhaupt verankern? Kann das nämlich Serbien, sobald es EU-Mitglied ist, nicht den Beitritt Kosovos blockiert? Diese Frage muss auch gelöst werden. Und weitere Frage, um das Problem des Dialogs mit der Integration des Nordens anzusprechen, und das geht wirklich nicht ohne Serbien zu lösen, musste die EU Serbien erstmal etwas tiefer in den kosovarischen Staat hineinlassen. Es gab eine serbische Kandidatenliste für die Kommunalwahlen, sodass die liberale Partei, die dem kosovarischen Staat sehr nahe stand, verschwand aus diesen Listen. Und die serbische Regierung hat die direkt in die Kommunalwahlen im Kosovo beeinflusst. Das kann man natürlich an sich nicht akzeptieren, aber es gibt keinen langfristigen Plan. Und vierter Punkt, Integration des Nordens, ja, Integration der Institutionen, das wurde ja bislang als Stolperstein für die Integration des Nordens betrachtet, das ist aber nicht das wahre Problem. Das wahre Problem ist, dass über mehr als 10 Jahre da eine Art Wilder Westen geherrscht hat, in der die Polizei und die Justiz überhaupt nicht präsent waren. Es gibt organisiertes Verbrechen. Wenn die Polizei jemanden wegen organisierten Verbrechens festnehmen möchte, dann gibt es einen organisierten Mob, der das verhindert. Die Integration von Polizei und Justiz in den kosovarischen Staat ist also ein Riesenunterfangen. Aber wie bringt man die Polizei dazu, wirklich vorzugehen gegen das organisierte Verbrechen? Wir haben den Fall der 2 Brüder aus dem organisierten Verbrechen, die gemeinsam eine Partei im Norden führen. Wie kann man das durchbrechen? Wie kann man die Anbindung an organisiertes Verbrechen stoppen? Das kann die Polizei nicht tun, das können die kosovarischen Institutionen nicht tun. Polizei, die frühere, kann das auch nicht und die KFOR kann das auch nicht. Wer wird das also tun? Letzter Punkt, um Serbien und die serbische Regierung kooperativ gefügig zu machen, sozusagen, und die PDK-Regierung des Kosovo ebenfalls einzubinden, brauchen wir Demokratie und demokratische Prozeduren. Und hier haben wir seit Jahren Schwierigkeiten damit, das Statusproblem einerseits zu klären und andererseits auch das Demokratieproblem zu klären. Das Problem haben wir noch nicht geklärt. Ganz im Gegenteil. Wir haben in den letzten Jahren für den Dialog Demokratie und den Statusdisput im Grunde ausgespart. Und das kommt nun zu uns zurück. Und die Rechnung liegt nun auf dem Tisch mit dem jetzigen Problem des Dialogs zwischen den Kosovaren zum Thema der Problematik der Kosovaren, der Serbien im Kosovo, Entschuldigung. Das heißt, es geht nicht darum, dass die Institutionen es nicht täten, sondern dass die Führung und die Allianz der Willigen in der EU nicht dabei wären. Aber wir haben hier wirklich eine Konzentration
im Bereich Dialog und strategische Ausrichtung. Vielen Dank, Bodo. Das war ja fast eine Zusammenfassung. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde, Tatjana. Nämlich auch die deutschsprachige Teile des Publikums einladen möchte. Damit möglichst viele Leute sprechen können, Sie dürfen gerne auch keine Frage stellen. Sie können gerne kommentieren, aber auch das kurz. Aber bitte sagen Sie auch, wer Sie sind und vielleicht, ob Sie eine institutionelle Anordnung haben. Da das hier unglaublich blendet, versuche ich hier mich gerade zu orientieren. Deshalb kann ich nicht garantieren, wer zuerst war. Ich sehe hier vorne jemanden, dann sehe ich hier hinten 3, 4 Leute. Ich würde sagen, wir fangen mal auf der rechten Seite an. Vielleicht, ach so, hier der, na gut. Wir sammeln natürlich, wir sammeln, machen Sie einfach, ich kann das wirklich schlecht sehen. Dort und dann hier vorne und dann sind da hinten 3, 4 Leute. Wir sammeln 4, 5 Fragen. In Englisch und geben Sie, Entschuldigung, bitte nehmen Sie das Mikrofon dem Herrn wieder weg und halten Sie es ihm an den Mund, damit wir nach einer Minute Schluss machen können. Nein, Sie halten ihm das hin. Genau. In English or German? Wie Sie möchten. Okay, then I try in English. Gut, ich probiere es mal auf Englisch. Sie bezogen sich auf den Norden des Kosovos. Nach dem Abschluss des Normalisierungsabkommens sind wir dorthin gefahren. Also ich zusammen mit der GIZ. Nach einigen Stunden wurde die Brücke gleich wieder dicht gemacht. Wir haben dann die Eröffnung eines Touristenprojekts gefeiert. Ich sah, dass nur ein kosovarischer Diplomat eingeladen war. Niemand sonst durfte an der Feierlichkeit teilnehmen. Und ich sagte meinem Kollegen Hans-Jochen Schmidt, ich war damals Berater des Auswärtigen Amts und ich sagte meinem Kollegen, ich werfe dich jetzt mal in ein Haifischbecken und du musst dich da jetzt wieder rausarbeiten. So ist es doch eigentlich hier. Wie kann die EU ein Tourismusprojekt fördern, bei dem kein einziger kosovarischer Diplomat geladen ist? Andere weiter. Okay, dann gehen wir da hinten. Sie müssen, sind hier auf der linken Seite? Nicht so viele, gut. Fangen Sie einfach so an. Ich kann es leider keine Gesichter sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das könnt. Dankeschön. Viol Zaidari, Journalistin und Politologin. Erstmal an Spend Ahmeti. Ich würde Ihnen sagen, trauen Sie sich ruhig, Herrn Tobias Flessenkämper, zu sagen, dass Sie Spend heißen und nicht Spend, wie er Sie die ganze Zeit nennt. Das tut mir leid. Aber Bodo nennt mich auch Tobias, obwohl ich Tobias heiße. Ja, es gibt auch einen Namen Solange und sie wird als Solange genannt. Also es gibt auch solche Fälle. Ich wollte nur die Diskussion ein bisschen auflockern. Also auf jeden Fall wollte ich nur sagen, es wurde über Tränengas, über Kirchen, über Gewalt und so weiter gesprochen. Und übrigens, ich erinnere Frau Tatjana Lazarevic, dass diese Kirchen auf den Ruinen der albanischen katholischen Kirchen gebaut worden sind. Aber es wurde nicht über die, über den Uimani-See, über die Minenbergwerke von Trepča gesprochen, von den Kishnica-Bergwerke, von dem Kurort Klokoti und von Brezovica nicht gesprochen, was ich sehr schade finde, denn das sind die Grundlagen, die wirtschaftlichen Grundlagen in Kosovo, die sehr viele Arbeitsplätze geschaffen hätten und einer der Gründe, warum die Kosovo-Albaner Kosovo verlassen. Und zweitens, ich fand es ein bisschen schade, dass Frau Lazarevic eigentlich eine One-Woman-Show hier gehalten hat. Und ich finde es einfach nicht fair, dass sie selbst hier versucht, sich einzumischen, welche Flagge die Albaner tragen sollen. Also ein gut gemeinter Tipp, bitte mischen Sie sich da nicht ein. Okay. Ich würde gerne Frau Lunacek fragen, wie die Normalisierung vorstellt, wenn sie ganz genau weiß, dass die Serben über 20.000 Frauen vergewaltigt haben, dass sie über 13.000 Leute ermordet haben, dass immer noch ca. 2.000 Vermisste haben, wie Sie die Normalisierung vorstellen. Die Normalisierung einseitig wird nicht funktionieren. Das wissen Sie auch ganz genau. Okay, ich habe Ihren Namen nicht verstanden. Sagen Sie den kurz nochmal. Labinot Turmoko. Okay, okay. Ich habe da, dann wir gehen einfach so systematisch vor. Okay. Wenn du ein Aktivist bist, dann sag dir. Just to kind of...
nur noch mal, um kurz zwei Dinge zu erklären. Zuerst mal, das Ahtisaari-Abkommen war ein Dokument, das verfasst wurde mit sehr umfassenden Rechten für die serbische Gemeinschaft im Kosovo. Und sagen wir mal, das war ein Kompromiss, der ultimative Kompromiss in Bezug darauf, einen international anerkannten Prozess und eine solche Anerkennung für die Republik Kosovo zu bekommen. Und wie Herr Weber sagte, ging dies über die Vereinten Nationen. Das sollte über einen überwachten Prozess veranstaltet werden. Diese Überwachung endete in 2011. Was bedeutete, dass die Regierung des Kosovo alle Konditionalitäten im Prozess abgeschlossen hatte, die unter anderem auch darin bestanden, zu klären, dass neue Gemeinden gebildet werden sollten, die mehrheitlich serbisch waren, innerhalb des Kosovo. Das war ein sehr wichtiger Punkt, denn als ich einer der Podiumsteilnehmer zuhörte, war eines der Themen, was immer wieder auftauchte, der Gedanke der Multiethnizität. Ich bin hier nicht im Einklang mit dem Ahtisaari-Paket, aber da war ein Gegensatz. Wenn Sie sagen, eine monoethnischer Verband und multiethnisches Kosovo, das passt nicht zusammen. Entweder man will ein multiethnisches Kosovo oder eine monoethnische Struktur nur für die Serben. Das ist ein Widerspruch. Und ein weiterer Punkt. Die Republik Kosovo ist kein gescheiterter Staat oder ist kein scheiternder Staat. Kosovo blüht ausgehend von der Idee, dass es letzten Endes eine Opposition gibt, die gegen eine verhandelte Vereinbarung ist, die eigentlich 22 Mal gegen die Verfassung geht. Worum es hier geht, ist im Wesentlichen ein blühendes Kosovo, eine blühende Opposition, die kämpft gegen die korrupte Regierung, die ohne Erfolg verhandelt. Fünf. Und dann würde ich sagen, machen wir eine kurze, das Panel reflektiert und dann machen wir noch mal weiter. Guten Abend, ich bin Stipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich frage mal auf Deutsch, damit es interessanter wird. Mimosa Trone hier. Ich habe eine Frage für Frau Lazarevic. Es war sehr interessant, Spender Ameti zu fragen, welche Flaggen mit Vendosi auf den Protesten trägt. Sehr berechtigt. Von Ihrer Institution, die Sie vertreten, haben Sie Aufklärungsarbeit geleistet vor den Kommunalwahlen, die zum ersten Mal im Norden Kosovos stattgefunden haben für die Kosovo-Serben. Und dort war die serbische Flagge. Jetzt frage ich mich, wo Ihr Beitrag da war, diese Flagge eigentlich von einer institutionellen Wahl zu entfernen. Weil das ist in meinen Augen etwas kleines bisschen wichtiger, als was auf einem Protest getragen wird. Danke. Das sind eine ganze Menge Fragen, einige an Sie, Tatjana, einige, denke ich, an den Rest des Panels. Es muss nicht alles beantwortet werden. Ich gebe jetzt erstmal kurz an Tatjana Lazarevic und dann sammle ich die anderen. Yes, please. Just, okay. Naja, ich würde wirklich gerne diesen Abend beenden mit dem gleichen Gefühl, einer gegen alle. Das würde ich nicht. Was ich wiederum höre, es tut mir leid, aber nein, als kosovarische Serbin ist das, naja, also jeder hat natürlich seine eigene Brille immer auf. Ich würde wirklich gerne noch einmal an Folgendes erinnern. Vergessen Sie nicht, wenn Sie diesen Raum hier verlassen, die Kosovo-Serben betragen momentan weniger als 5% der kosovarischen Gesellschaft. Diese Zahlen zu berücksichtigen, wie können 5% einer Bevölkerung destabilisierender Faktor sein? Das ist das Gefühl, was ich hier so bekomme, wenn ich mit Ihnen spreche und anderen. Das ist wiederum das Problem, wir sind das Problem. Und noch einmal die Frage zu den Flaggen, sehr gute Frage. Denn zunächst einmal, warum habe ich Herrn Ahmeti angesprochen wegen der Flagge? Er sagte, er wollte einen Dialog mit den Serben. Wenn wir über den Integrationsprozess sprechen, wenn es richtig ist, was das Vita Vendosje bisher zeigt, ist, bis jetzt jedenfalls, ist, dass ihr System und wofür sie kämpfen, ein ethnisches Albanien ist, was sich auch über die Symbole verdeutlicht, über ihre Positionen, ihren Aktivismus, dann tut es mir leid, das ist nicht die Integration, an der ich teilhaben möchte. Und ich bin ziemlich sicher, dass sie keinen einzelnen Kosovar-Serben finden werden, der ein Bestandteil einer solchen Integration sein möchte. Momentan ist es so, ist das der entwickelte Teil. Und ich spreche ja mit den Leuten jeden Tag. Und selbst die, die gegen die Gewalt sind,
wenn Sie, Sie denken an die EU als gemeinsames Mitglied der EU. Das ist also wiederum die Frage nach der Ethnie. Ah, was die serbische Flagge anbetrifft, wir sind hier nicht in derselben Position. Bitte. Und das geht auch wieder auf das zurück, was Herr Weber sagte in Bezug auf die Flaggen. Um nur noch mal einen Punkt hinzuzufügen zu den 30-jährigen Manipulationen. Vergessen Sie bitte nicht, dass es mehr gibt als drei Jahrzehnte der Manipulation von Belgrad gegenüber den Kosovaren. Sie haben 100 Jahre serbischer Staatlichkeit. Wir sollten nicht den serbischen Staat vergessen, der ohne Unterbrechung in Kosovo existiert hat. Ich debattiere hier nicht die politische Frage, sondern es geht mir hier um unser tägliches Leben. Das war unser natürliches System. Das waren die Institutionen, über die wir unsere Dualität ausübten. Wir können also nicht über Nacht umschalten. Wenn man diese Befugnis hat, die Führer über Nacht abzusetzen, dann muss man verstehen, was es, was die Volks, den, das Volk angeht. Wir können nicht unsere Taten über Nacht ändern, aber wir brauchen Zeit, um unsere Veränderungen zu verdauen. Und man kann nicht nach 6 Monaten sozusagen eine Gehirnwäsche der kosovarischen Bevölkerung vollziehen und sagen, okay, ihr wacht jetzt auf in einem anderen Land und das ist jetzt die kosovarische Flagge. In diesem Moment ist es für mich jetzt verständlicher, warum die Kosovaren eine serbische Flagge haben, warum Vete Vendosje ein Problem damit hat, eine kosovarische Flagge zu tragen. Denn das ist ja das Land, das die Albaner nach 1999 begonnen haben aufzubauen. Für mich ist es also komplett normal. Und noch vielleicht eines zu der Verfassung. Bitte vergessen Sie nicht, dass dieser Dialog zwischen Belgrad und Pristina kein Dialog der Verfassungsgerichte ist, was den Verband angeht, sondern es sollte ein Dialog auf der obersten politischen Führungsebene sein und was die Normalisierung zwischen Völkern angeht. Unglücklicherweise findet das nicht statt. Wäre es ein Dialog gewesen zwischen dem Verfassungsgericht, bevor der Assoziation, das Verfassungsgericht Serbiens, daran darf ich Sie erinnern, hat ausgeschlossen, eine Reihe von Paketen aus Brüssel und nannte sie nicht verfassungsgemäß. Ebenso wie ein Teil der Assoziation ausgeschlossen wird. Wir reden also hier nicht über einen Dialog des Verfassungsgerichts. Das ist Teil dieser Abnormalität. Aber es ist eine Art Flexibilität, dass Belgrad und Pristina sich hier vereinbart haben, das zu akzeptieren, um zu einer Normalisierung zu kommen. Es gab noch eine weitere Frage in Bezug auf Umfeld und Industrie, was im Wesentlichen auch in das Ressort der EU fällt, in Bezug auf die Schaffung von Perspektiven. Naja, Sie haben nach den Unterschieden gefragt. Ich erinnere mich an einen Besuch in Strypce. Ich traf dort den serbischen Bürgermeister, der auch Albanisch sprach, worüber ich mich sehr freute. Denn ich dachte, das wäre etwas, das sowohl die Serben und Albaner versuchen sollten. Beide sollten die Sprache der anderen sprechen wollen. Nicht die Jungen, aber die Älteren. Kosovo-Albaner sprechen noch Serbisch, aber kaum Serben sprechen Albanisch. Ich denke, das sollte auch im Schulsystem sein, mit beiden Sprachen. Das wäre sehr hilfreich. Aber abgesehen davon, in Strypce und Bisovice, da gab es ein Projekt, auch im Bereich Tourismus, was wirklich viel, sehr stark helfen kann. Die serbische Mehrheitsgemeinschaft, zumindest soweit ich weiß, spricht da gar keine der Sprachen, weder Serbisch noch Albanisch. Aber es gibt diese Anstrengungen, hier Fortschritte zu machen. Und es wurden auch Arbeitsplätze geschaffen. Und ich möchte noch zwei Probleme ansprechen, die erwähnt wurden. Das eine nämlich in Bezug auf die Vereinbarung zum Verband. Als diese gesamte Debatte begann, habe ich nicht wirklich auch von EU-Seite her verstanden, warum man nicht einfach die bereits bestehenden Statuten des Verbandes der Kosovo-Gemeinden nutzen konnte, die es ja bereits schon lange gab. Auch
dafür, dass die Kosovo-Albaner die Serben einladen konnten, hier teilzuhaben und dann zusammenzuarbeiten. Denn darum geht es ja bei der Arbeit auf Gemeindeebene, dass die Bürger unterstützt werden sollen bei der Bildung, bei den Abwassersystemen, bei der Gesundheit und so weiter. All das, das, was man hier auch in Pristina macht, das wäre für mich natürlich. Aber was wir jetzt sehen, ist unglücklicherweise zweierlei. Wir haben eines für die kosovo-albanischen Gemeinden und das könnte auch für die serbisch-kosovarischen Gemeinden so sein. Und eines, das umgesetzt wird, hoffentlich für die Kosovo-Serben eines Tages. Und ich stimme allen jenen absolut zu und ich habe das auch als einen guten Prozess empfunden, dass das Verfassungsgericht Kosovo gebeten wurde, hier seine Meinung dazu zu sagen. Ja, es gab einige Dinge, was das Verfassungsgericht sagte. Der Grundsatz ist, es gibt einige Dinge, mit denen wir uns nicht einverstanden erklären können, aber im Gesetz und in den Statuten, die zu verfassen sind, die können, das kann so gemacht werden, dass das der kosovarischen Verfassung entspricht, auch gemeinsam mit dem Parlament. Und das denke, wäre ich gut. Tatjana, Sie sagten, dass ja, Sie sind weniger als 5%. Das ist richtig, aber gemäß der Verfassung des Kosovo, und Sie haben das selbst gesagt, Sie haben nahezu 10% Mitglieder des Parlaments, 10 feste Sitze, Sie haben 2 Minister und einen stellvertretenden Premier im Parlament, haben die Kosovo-Serben sogar die Beschlussfähigkeit, um Herrn Tadji als Präsident zu wählen. Und ich bedauere auch, dass LS, die frühere liberale Partei, kaum noch existiert. Denn diese Partei war wirklich auf der Seite des Kosovo und hat nicht immer nach Belgrad geschaut. Und was die Kommunalwahlen anbetrifft, als die letzten Kommunalwahlen im Norden stattfanden, war ich da, auch als Beobachterin. Und wir hatten da auch diese Abstimmungskästen, die nur die serbischen Insignien trugen. Nächstes Time sollte da auch die Flagge des Kosovo drauf sein. Ich habe versucht, mit einigen der Bürgermeister auch dort zu sprechen. Ich war dort mit einer KFOR-Delegation und man hatte sich einverstanden erklärt, dass auch einer der Bürgermeister im Norden mit mir sich treffen sollte. Ich erklärte mich auch einverstanden. Wir sahen uns, aber dann sagte er, er wollte nicht mit mir sprechen. Ich hatte auch die kosovarische Regierung dafür kritisiert, dass sie nicht auf die Kosovo-Serben zugegangen ist und zwar nicht in so starkem Maße, wie das hätte sein sollen. Wenn man sagt, ja, sie sind nur weniger als 5%, das ist richtig, aber sie verfügen mit Belgrad über eine sehr starke Macht in der Region. Mit Belgrad im Rücken und auch damit jemanden auf ihrer Seite. Und das machte es schwieriger für die Kosovo-Albaner, etwas zu akzeptieren, das bis jetzt postuliert wurde. So sollte man es vielleicht auch mal sehen. Wir haben jetzt noch 14 Minuten. Eine Minute für Spend, bitte, eine Minute für Bode und dann noch vielleicht für eine weitere Fragerunde. Aber wir sollten jetzt nicht zu viel Ping-Pong machen. Nein, nein, das ist kein Ping-Pong. Wenn Sie eine öffentliche Erklärung finden, wo wir gesagt haben, ethnisch Albanien, also wir haben das nie gesagt. Und ich habe auch gebeten, dass niemand über jemand anders als Witwendus sprechen sollte. Zweitens höre ich auch vom Publikum, dass es keine Parallele gibt zwischen mir als Bürgermeister und Bürgermeister in einer kosovo-serbischen Gemeinde im Norden in Bezug auf die Flagge. Ich habe verschiedene Probleme mit der Flagge. Das Problem ist hier, dass das Volk in Kosovo nicht für die Flagge votiert hat. Das ist im Wesentlichen eine Frage der Demokratie. Ich liebe die Republik, ich liebe mein Land, ich möchte, dass es stärker wird. Ich kämpfe jeden Tag für es, während ein serbischer Bürgermeister es nicht akzeptiert, nicht will, dass es funktioniert und wie sagten, lebt immer noch unter dem Eindruck des früheren Jugoslawien und hofft, dass es zurückkommt. Das ist der große Unterschied. Und das ist auch ein Unterschied im Herangehen im Allgemeinen. Tatjana sagte, glaube ich, 7-mal, dass das 5% der Bevölkerung sind. Ist es demokratisch, dass 5% der Bevölkerung 95% des Willens des Volkes blockieren können? Ist das demokratisch? Wir können keine Armee aufstellen, weil die 5% das nicht wollen. Wir können die Verfassung nicht ändern, weil die 5% das nicht zulassen. Wir können
die wichtigsten Gesetze nicht ändern, weil die 5% das nicht zulassen. Wir machen die 5% nicht wichtiger, als sie sind. Die Art und Weise, wie die Ahtisaari-Vereinbarung geschrieben ist, machte sie wichtiger, als sie eigentlich war. Ahtisaari war eine Möglichkeit. Und deswegen sage ich, das ist aus dieser Grundlage zu den Turbulenzen gekommen. Wir haben das Ahtisaari-Paket als Preis für die Anerkennung Serbiens des Kosovo akzeptiert. Das ist nicht dazu gekommen. Jetzt sage ich, wir brauchen wieder Verhandlungen, wo wir von Ahtisaari beginnen und Serbien beginnt von seiner Basislinie und wir müssen uns in der Mitte treffen. Wann wird das endet? Haben wir denn Ahtisaari 2, 3, 4, Assoziation oder was auch immer? Das endet nie für unser Land so, dass wir an unseren Zielen des Kampfes gegen die Korruption und der Entwicklung der Wirtschaft arbeiten können. Ich glaube, es ist nicht die Aufgabe des Verfassungsgerichtes zu sagen, was man politisch machen muss. Die Frage ist, verletzt diese Vereinbarung die Verfassung? Aber ja, aber niemand fragt, was sollten wir als nächstes tun? Denn das ist keine Frage, die das Verfassungsgericht stellen sollte. Ich bin da etwas idealistischer. Ich sehe das nicht über Nacht, ich sehe das vielleicht in 10 Jahren, 15 Jahren, aber ich möchte dafür kämpfen und arbeiten. Wissen Sie, ich glaube wirklich, das kann passieren. Ich sehe das jeden Tag. Sie können mir heute sagen, es ist nicht möglich. Sie wissen, wie die EU funktioniert, aber ich sehe das. Und letzten Endes wird es so sein, dass die EU, und ich weiß, Ulrike weiß das am besten, die Außenpolitik der EU, wenn sie 28 Länder jedes Mal fragen müsse, wird am Ende wirklich eine sehr schwache Außenpolitik, die zu Serbien sagen muss, ja, wir stimmen dem zu, aber wir müssen auch nicht zustimmen Kosovo, aber da ist Deutschland, da ist dies und jenes. Am Ende wird das keine starke Politik, sondern es gibt immer nur sehr schwache, instabile Lösungen, die nur über Nacht überleben. Wir müssen sagen, okay, wenn wir eine langfristige Lösung wollen, dann brauchen wir ein anderes Herangehen. Ja, das sind die Minuten werden immer länger. Jetzt möchte ich ganz schnell die letzte Runde einleiten. Oh, da gibt es schon noch einige Wünsche zu sprechen. Wir haben noch 5 Beiträge, die gewünscht werden. Ich werde auch versuchen, mich kurz zu fassen, nochmal auf das Thema der Verfassung einzugehen, denn dann verstehen wir das jetzige Chaos. Also das Abkommen vom April 2013 ist nach serbischer Auffassung ein Faktor für die Anerkennung des Kosovo durch Serbien, vielleicht auch durch die gesamte EU. Und Spend, was Sie nicht gesagt haben, daran erinnern Sie sich vielleicht nicht, nach Unterzeichnung des Abkommens, und das war eine starke Botschaft, ich sage nochmal, Kosovo ist weg, das war Frau Merkels Nachricht, das müsst ihr anerkennen in Serbien, sonst kommt ihr nicht in die EU. Dacic sagte danach etwas, was Sie nicht ansprachen, Spend. Er sagte, das Kosovo ist weg, können wir nur durch die Streitkräfte wieder zurückbekommen. Und wenn niemand bereit ist, das zu tun, dann geht es auch nicht. Also wie können wir nun das Leben der Serben im Kosovo verbessern? Das war die Frage, die sich dann anschloss. Bert Mendoza hat versucht, das April-Abkommen vor das Verfassungsgericht zu bringen im Kosovo. Das Verfassungsgericht wies diese Klage ab. 2 Jahre später kam das Abkommen des 25. August und wurde wieder vor das Verfassungsgericht gebracht, beziehungsweise der Präsident tat das, auf der Grundlage des Handelns der Oppositionspartei. Sonst wäre das niemals zum Verfassungsgericht gekommen. Dieses Gericht hat nun die Klage angenommen, obwohl dieses Abkommen überhaupt kein verfassungsmäßiges, rechtmäßiges Dokument ist. Warum? Erstens, weil geprüft werden muss, ob das April-Abkommen in Übereinstimmung mit der Verfassung ist. Und diese positive Zulässigkeitsbestimmung war gegründet auf der Annahme, dass es um den Dialog und den politischen Dialog ging. Also das Verfassungsgericht ist nicht frei von politischer Bewertung. Und hier kommen wir zum Problem. Und ich bin auch in 30 Sekunden schon fertig. Man
braucht nur eine politische Entscheidung, um zu schauen, ob das April-Abkommen verfassungsmäßig ist, und eine weitere politische Entscheidung, um zu sehen, ob das August-Abkommen verfassungsmäßig ist. Die Mitte dazwischen ist, dass ein Teil der Klauseln einer Vereinbarung, die ursprünglich vom Europäischen Auswärtigen Dienst aufgesetzt wurde, nicht verfassungsmäßig sei. Das ist ein Problem. Und das ist mein letzter Satz. Die Aussagen, die wir im August 2013 von den serbischen Regierungsvertretern gehört haben, haben wir nie wieder gehört. Seitdem ist das April-Abkommen auf Status neutral gesetzt. Vielen Dank. Bitte jetzt kurz sein. Hallo, ich bin Politikwissenschaftler und möchte mich an Frau Lazarevic berichten. Sie sagte, dass die serbische Minderheit im Kosovo leide und nur eine kleine Volksgruppe darstelle. Sie sagte auch, dass einige Serben nicht zum Beten in die Kirche gehen dürften, dass ihnen das schwer gemacht werde. Aber andererseits haben Sie nicht erwähnt, dass die Serben einmal mit 12 Kilogramm TNT versucht haben, die Kathedrale in Pristina in die Luft zu sprengen. Okay, aber möchten Sie etwas fragen oder war das nur ein Kommentar? Das war eine Frage? Okay, dann bitte schnell die Frage. Wieso haben Sie also nicht erwähnt, dass so viele Hindernisse durch die Serben eingeführt werden, anstatt sie abzubauen? Gut, nächster Kommentar bitte. Hallo, ich bin Aron Singulau, Studierender hier aus Berlin. Ich möchte mit Frau Lazarevic ins Gespräch kommen. Tatjana sprach über die Aktivitäten im Parlament des Kosovo. Ich denke, bei dieser Art von Veranstaltung müssen wir nicht mit den Problemen beginnen. Wir sollten hier doch wirklich versuchen, Lösungen für die Probleme zu entwickeln und wie es weitergehen kann in diesem Problem. Und Frau Lunacek, Sie sagten, dass man einen guten Ruf vermitteln müsse als Partei und als Parlament. Und ich denke, bevor man einen guten Ruf vermitteln kann, braucht man einen unkorrupten Staat. Vielen Dank. Nun noch zwei Kommentare auf der anderen Seite. Bitte schön. Bitte nicht das Mikrofon aus der Hand geben. Guten Abend. Ich bin Studentin der internationalen Beziehungen und osteuropäischen Studien. Ich habe eine Frage an das gesamte Podium. Gibt es da einen Trend, die Opposition immer anzuführen als nationalistisch, zum Beispiel Vert Vendosi? Das habe ich heute Abend häufig gehört. Denken Sie, dass das konstruktiv ist und dass man so besser in den Dialog mit der Opposition kommt? Wäre es nicht sinnvoll, diese Argumente auch anzuhören? Also diese Beschuldigungen. Denken Sie, dass das den Ruf des Kosovo und der Opposition insgesamt in Verruf bringt? Herzlichen Dank. Es gab noch eine weitere Frage. Ich weiß nicht mehr, wo sie war. Da gab es noch einen Herrn in der Mitte. Gut. Und da gab es einen Rückzieher. Okay, das sind jetzt hier die Regeln des Hauses. Ich komme aus Pristina, komme aber ursprünglich aus Plaszewa. Ich möchte kurz ein Thema ansprechen. Wir sprachen ja über die Normalisierung der Beziehung zwischen Kosovaren und Serben. Und wir sprechen oft nur über die Serben im Kosovo, aber nicht über die Plaszewa-Albanier zum Beispiel. Und sicherlich wissen Sie alle, dass die Bevölkerung dieser Gegend immer unter Ausschluss gelitten hat. Und wir sind jetzt nur noch die Hälfte in der Anzahl im Verhältnis zur Bevölkerungsstärke vor 15 Jahren. Wahrscheinlich wird unsere gesamte Region abgesperrt werden und es wird überhaupt niemand mehr in unserer Region leben.
Von welchem Normalisierungsprozess sprechen wir? Wie werden die Rechte dieser Albaner gehört werden? Vielen Dank dafür, dass Sie wieder zum Thema zurückkommen. Wunderbar. Nun werden unsere wunderbaren Podiumsteilnehmer ein Wunder vollbringen, einige der Punkte nur aufgreifen, die gerade angesprochen wurden, und in einer einzigen Minute, und bitte nur 60 Sekunden, das so lange dauert eine Minute, liebe Podiumsteilnehmer, nicht 70 oder 65. Spence, Sie haben jetzt eine Minute, Tatjana Bodo, also gar keine Chance, in einer Minute alles zu beantworten. Aber ich möchte sagen, in der Vergangenheit wurde Vendosi hier als kommunistische Partei genannt, als islamistische Partei bezeichnet, als anti-islamistische Partei bezeichnet, als atheistische, jetzt extremistische, nationalistische Partei. Jede Menge Ismen wurden uns angehängt. Und von 5% 2008 haben wir uns nun auf mehr als 20% hochgearbeitet inzwischen, weil unsere Partei sich den Fragen widmet, über die die Menschen sprechen, und weil Wet Vendosi sich um die Jugend und die Öffentlichkeit kümmert, die Menschen. Wet Vendosi verdient Respekt und Anerkennung für das, was diese Partei leistet, und kann eine bessere Zukunft für unser Land erreichen. Ich hoffe, dass diese Botschaft gehört wird. Kommen Sie, sprechen Sie mit uns. Wir werden allen zuhören. Wir haben die Perspektive aus Pristina natürlich, nicht Brüssel oder Berlin. Tatjana, zum Thema Herr Garbic. Ich habe diesen Fall nicht angesprochen, denn dann hätte ich ja auch viele andere Fälle ansprechen müssen. Und wir haben keine Zeit, darauf einzugehen. Das sind vollkommen separate Themen. Garbic ist nicht das Thema der Serben im Kosovo. Soweit ich weiß, war Herr Garbic ein Schmuggler aus Belgrad. Und es gibt hier eine sehr kontroverse Debatte zu diesem Fall. Es ist nicht bewiesen worden, dass er tatsächlich versuchte, die Kathedrale zu sprengen. Er wurde im Umfeld der Kirche mit Sprengstoff gefasst. Dort war aber auch die US-Botschaft in der Nähe. Ich hätte auch ansprechen müssen, warum serbische Dörfer beschossen wurden, warum andere Kirchen in Brand gesetzt wurden. Und da wären wir auf sehr viele Fälle gekommen. Und diesen besonderen Fall habe ich jetzt angesprochen, das als Zeichen des guten Willens, auch wenn ich zustimme, dass die Selbstklista politisch ein Selbstmord bedeutet, zu sagen, dass jemand ein Wilder sei, wenn er in die Kirche geht. Es hätte ja andere Möglichkeiten gegeben, Kritik zu äußern. Ich weiß, dass das so ist. Ich weiß, dass es da eine Verantwortung der Albaner im Kosovo gibt, zu sagen, okay, hier sind Serben, die kommen zum ersten Mal in unser Parlament. Wir sprechen zunächst mit ihnen, bevor wir die Mehrheit der Menschen auf die Straßen zerren und in den Massenprotest bringen. Das hat wirklich die Serben im Kosovo stark bedroht. Deswegen habe ich es angesprochen. Gut, das war die Minute, Tatjana. Okay, ich habe 30 Sekunden für jeden Punkt. Ich hoffe, das Mikrofon funktioniert. Es gibt ein Misstrauen in die EU und die USA. Es gab ja das Dayton-Abkommen, das 3-4 Jahre lang für einen nicht funktionierenden Staat galt. Es sind 20 Jahre vergangen und die USA sagen immer noch, dass sie keinerlei Verantwortung hätten. Der Dialog kann funktionieren, aber das bedeutet, dass man ihn strategisch neu ausrichten muss. Wir müssen Serbien um die Anerkennung des Kosovo ersuchen, wenn die neue Regierung gewählt ist. Und zweitens müssen wir einen Plan aufstellen, in dem auch eine mögliche Beitrittskandidatur für das Kosovo nicht ausgeschlossen ist. Und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit müssen her. Und dann können wir auch den Rahmen nicht der Vereinbarung des 25. August nehmen, aber mit Rechten für serbische Volksgruppen und starke Kommunen. Darüber haben wir jetzt ja gar nicht gesprochen. Wir haben über die lokale Selbstverwaltung gar nicht gesprochen. Es gibt die serbische und die albanische Seite. Und das ist typisch für diesen Kuhhandel in der Demokratie. Es ist aber wichtig, dass wir das ernsthaft in einen solchen Rahmen verankern. Und dann, das Kosovo ist nun 25 Jahre von Serbien als Sündenbock für die Dezentralisierung von Serbien
verwendet worden. Serbien hat eben das Bedürfnis, das Kosovo abzusplitten. Das muss sein. Und in diesem Sinne schließe ich. Ulrike, ich möchte kurz auf den Druck eingehen, von dem gesprochen wurde. Das Thema der Dezentralisierung in Serbien ist natürlich in unserer Parlamentariergruppe ein großer Punkt in der Arbeit, in der wir leisten. Aber ich wollte noch kurz sagen, dass Menschen, die auf EU-Ebene darüber sprechen, denken, dass Preševo hier auch angesprochen werden muss. Als Vendosje zur Partei wurde, von der Bewegung zur Partei wurde, erinnere ich mich, dass wegen des Themas von Großalbanien viele EU-Vertreter nicht mit Vendosje sprechen wollten. Ich sagte immer, mach das nicht so. Macht es anders, denn wir können nur dann verstehen, warum diese Partei das verfolgt, was sie verfolgt, ist mit ihnen zu sprechen. Nun ist es ja auch so gekommen. Auch wenn ich diese Vorstellung von Großalbanien nicht mag, ist es trotzdem richtig so. Für mich ist das nicht das Entscheidende. Und an den jungen Mann hier vorne möchte ich Folgendes sagen zum Thema des Rufs. Natürlich ist der Kampf gegen die Korruption ein wichtiger Teil der Arbeit, die wir auf Ebene des Europäischen Parlaments durchführen. Aber man muss auch immer die Situation hier betrachten, zu Hause. Realistisch gesagt würde ich mal sagen, ein Ruf eines Landes ist ja auch wichtig, aber nicht das einzige Wichtige, wenn man nach vorne gehen will. Und zum Thema Verfassungsgerichte. Ja, Verfassungsgerichte können manchmal tatsächlich Entscheidungen treffen, die auch als politisch interpretiert werden können. Auch in Deutschland war es so, dass das deutsche Verfassungsgericht zu der Entscheidung kam, dass das Europäische Parlament kein richtiges Parlament sei und dass wir da keine Schwellenwerte bräuchten. Das ist ja auch eine politische Entscheidung. Ich möchte nicht die Entscheidung der Verfassungsgerichte verteidigen, aber zum Thema Kosovo fände ich es gut, wenn das gesamte kosovarische Parlament die eigene Macht nutzen könnte. Und letztens, das Europäische Parlament kann nicht zaubern. Der Dialog ist sinnvoll, muss aber mit mehr Berichten über die Umsetzung von Abkommen einhergehen. Und es muss auch mehr Dialog geben zwischen Bürgern innerhalb des Kosovo und Bend. Ich hoffe, dass Sie Tatjana besuchen werden in Mitrovica und auch mit den anderen Serben sprechen werden und dass Sie nach Pristina einladen werden. Denn ohne diesen Dialog wird niemand auf oberster Ebene tatsächlich mehr verstehen und Verständnis der anderen Seite erreichen. Vielen, ganz kurz, noch eine Sekunde müssen Sie jetzt ausharren. Vielen Dank an unsere Panelisten auch für Ihre Disziplin. Normalisierung zwischen Kosovo und Serbien war unser Thema. Totalblockade oder Aussicht auf Entspannung. Wir haben bestimmt nicht alles abgedeckt. Wir würden viele, viele Themen anfangen. Aber eine Sache haben wir. Wir haben Aussicht auf Entspannung. Dankenswerterweise lädt uns die Heinrich-Böll-Stiftung unten zu einer Brezel und einem bisschen Wasser oder Apfelsaft ein. Und damit das auch in Zukunft so ist, vergessen Sie nicht, draußen zu unterschreiben. Dort gibt es Teilnehmerlisten. Das ist ganz wichtig, weil diese ganzen Veranstaltungen werden ja gefördert und wir wollen ja noch viel diskutieren. Und ich glaube, nach dem heutigen Abend können wir uns des Eindrucks nicht erwehren, dass da noch einiges zu diskutieren ist, wenn es um Kosovo und Serbien geht. Vielen Dank. Applaus